Guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute das fünfte Diskussionsforum des 11. DGE-Kongresses zum Thema Forschung im Medien des Entwerfens einführen zu dürfen. Ich begrüße Sie herzlich. Also ich begrüße herzlich meine Mitstreiterinnen und auch das Publikum. Es freut mich sehr, dass wir heute die Möglichkeit haben, das Thema der entwurfsbasierten Forschung auf einen Kongress für Ästhetik zu präsentieren und auch mit Ihnen gemeinsam zu diskutieren. Mein Name ist Lydia Gasperoni, ich bin die Initiatorin dieses Diskussionsforums, auch gemeinsam mit Matthias Wallström. Ich bin eine Philosophin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet für Architekturtheorie der Technischen Universität Berlin. Ich forsche zu Architekturtheorie, Medienphilosophie und Ästhetik und versuche seit einigen Jahren die Philosophie und die Architekturtheorie und auch das architektonische Entwerfen zu verbinden. Es freut mich sehr, dass wir heute diese Möglichkeit haben, Ihnen einige Fallbeispiele auch und Grundthemen der entwurfsbasierten Forschung zu präsentieren und dann auch die Möglichkeit zu haben, mit Ihnen einfach weiterhin zu diskutieren und einige Fragestellungen, diesen Forschungsmethoden gemeinsam auch zu besprechen. Warum sollte man entwurfsbasierte Forschung auf einem Kongress für Philosophie und Ästhetik diskutieren? Wie es auch im Untertitel steht, möchten wir heute mit Ihnen besprechen, ob diese Art der Forschung ein epistemischer Paradigmenwechsel darstellen kann. Und das ist auch eine philosophische Frage. Wir werden zuerst einige Fallbeispiele und Grundthemen der entwurfsbasierten Forschung einführen und dann in einem zweiten Schritt philosophische Fragestellungen entfalten, die wir dann gemeinsam besprechen werden. Der erste Teil wird von Matthias Wallström und Oya Talay Frank übernommen. Also wir werden wirklich mit Fallbeispielen, wenn Sie wollen, von Partikulären anfangen. Und dann wird Marcello Stamm auch einige philosophische Fragestellungen und Themen einführen. Und ich werde auch abschließend einige philosophische Themen behandeln. Die entwurfsbasierte Forschung hat sich in den letzten Jahren zu einer sehr wichtigen methodischen Praxis der Architekturforschung entwickelt, die viele Dimensionen mit der künstlerischen Forschung auch teilt, wie zum Beispiel einen gewissen experimentellen Umgang mit Medien und Praktiken und natürlich auch die Frage, inwieweit diese Forschung auch eine wissenschaftliche Forschung sein kann, beziehungsweise auch eine Praktik, die wissensgenerierend ist. Wie bekannt, impliziert die Produktion von Architektur im Allgemeinen sehr viele Praktiken und Dimensionen der Verflechtungen, deren Verbindungen und Implikationen einen breiteren Ansatz für die architektonische Produktion einschließlich der Forschungspraktiken verdienen. Die Architektur gerade öffnet sie sich auch neue Bereiche, neue Fragestellungen und auch neue Forschungsmethodiken. Und das Ziel ist heute auch hier, Ihnen einen Teil dieser Forschung zu präsentieren und auch mit Ihnen über die philosophische Relevanz dieser Forschung zu diskutieren. Umberto Eco betonte, dass der Architekt eigentlich der wahre letzte Humanist sein könnte, der sich bei der Schaffung architektonischer Formen auf transdisziplinäres Wissen bezieht, es interpretiert und in die architektonische Praktik einbezieht, um eine räumliche Dimension auch zu schaffen, die ihrerseits zu einem Ort der Reflexion und der Wahrnehmung wird, der heute auch eine nichtmenschliche Spezies einschließen kann, also sehr viele Fragen auch zum Beispiel der zeitgenössischen Architektur einbettet. Das heißt, die Architektur ist eine sehr, auch eine vielschichtige Disziplin mit sehr viele auch semantische Ebene. Und seit Jahren arbeiten wir mit Matthias Wallström an einem, wenn Sie wollen, nicht reduktionistischen Ansatz in der Architektur, auch im Versuch, inklusiv und integrierend zu sein, um dann den transformativen Wert architektonischer Gestaltung zu begreifen. Diese Herausforderung bedeutet gleichzeitig, die Architektur zum Gegenstand der Forschung zu machen. Aber dieser Gegenstand bedeutet nicht nur die Architektur, zum Beispiel anhand von extradisziplinären Methoden und Parameter zu analysieren. Das heißt, die Architektur als Objekt der Forschung zu sehen, die dann von außen beschrieben wird und analysiert wird. Es geht auch und vielmehr um eine Forschung,
die sich von inneren der Architektur, also von inneren auch der Disziplin entwickelt, um ihre Handlungsfähigkeit zu begreifen und methodisch und gestalterisch zu erweitern. Und in dieser Hinsicht ist auch vielleicht eine neue Form auch des ästhetischen Denkens innerhalb der Architektur nicht nur eine ästhetische Theorie für die Architektur zu entwickeln, aber eine ästhetische Theorie auch wirklich von der Disziplin, also von inneren auch der Disziplin zu entfalten. Und das ist unsere Herausforderung auch heute, die wir mit Ihnen gerne diskutieren möchten. Diese Methodik kann auch als eine entwurfsbasierte Forschungsmethodin beschrieben werden, die in der Architektur das Objekt der Forschung findet, indem sie mediale Praktiken auch anwenden und implementiert, die typischerweise auch schon in den Entwurfsprozessen involviert sind, um dann den kognitiven Wert des Forschungsobjekts zu entfalten, dass so auch mehrere Felder und Maßstäbe der architektonischen Agency gehören kann. Es kann unter anderem ein Artefakt sein, ein Innenraum, ein Teil eines Gebäudes, ein Gebäude überhaupt, eine Installation oder ein Stadtplanungsprojekt. Also es gibt sehr viele Dimensionen, die auch die Architektur anhand dieser entwurfsbasierten Forschung in Betracht zieht. Gerade wegen der Verwendung dieser kreativen und, wenn Sie wollen, suggestiven, andere sagen bloß subjektiven Praktiken, liegt eines der Hauptprobleme dieser Art von Forschung natürlich in der Möglichkeit, sich als wissenschaftlich zu definieren. Dieses Problem kann auf vier verschiedene Ebenen formuliert werden. Vom theoretischen Standpunkt aus geht es darum, die spezifische Vermittelbarkeit, Wissenschaftlichkeit dieser Art von Forschung zu verstehen und sie mit anderen Praktiken zu vergleichen, die in der Lage sind, wissenschaftliche Modelle zu generieren. Natürlich an der Stelle geht es auch um die Verbindung und teilweise problematische Verbindung zwischen den Methoden der Naturwissenschaften, der künstlerischen Forschung und der entwurfsbasierten Forschung. Also was ist überhaupt Wissenschaftlichkeit? Was ist überhaupt Vermittelbarkeit? Die zweite Ebene betrifft die Methodik und die Art und Weise, in der die entwurfsbasierte auf Forschung Praktiken entwickeln, die in der Lage sind, Wissen zu produzieren. Also was sind konkret die Methoden dieser Forschung und wie sind auch diese Methoden wissensgenerierend zu definieren. Die dritte Ebene betrifft die Auswirkungen dieser Praktiken, die nicht nur Wissen in weiteren Sinnen generieren sollten, sondern auch, um generativ zu sein und auch gewissen Effekte zu erreichen, einige transformative Auswirkungen auf die einige Disziplin haben sollte. Also die Form, in der die Architektur diese Methode und Themen entfaltet, hat auch das Ziel, die Disziplin zu erweitern, bestimmte Bereiche der Disziplin besser zu verstehen und auch wirklich Wissen generieren. Also es ist nicht nur eine Form der Ausstellung von Artefakten für das, sozusagen das reine, zum Beispiel ästhetische Betrachten. Die vierte Ebene betrifft die institutionelle Rahmung dieser Art von Forschung und betrifft also die Fragen auch, die in Zusammenhang stehen, zum Beispiel mit der Möglichkeit der Entführung von Studiengängen steht. Zum Beispiel können wir anhand solcher auch Forschungsmethoden Promotionen verleihen und so weiter. Und an der Stelle bewegt sich jetzt auch sehr viel in der Architektur. Alle vier oben genannten Ebenen konfrontieren uns mit dem Wissenschaftsbegriff und mit einem Begriff natürlich der Ästhetik, die Medium der Erkenntnis ist. Deswegen hatte ich die Idee, auch gemeinsam mit Matthias Wallström genau in diesem Kontext die entwurfsbasierte Forschung zu besprechen. Natürlich gibt es viele auch Möglichkeiten, über die entwurfsbasierte Forschung innerhalb der Architektur auch zu diskutieren. Uns scheint es heute interessant, also diese Thematik innerhalb auch des Diskurses, was überhaupt Ästhetik ist, als auch eine Praktik oder auch eine Disziplin, ein Diskurs, der auch dann wissensgenerierend sein kann, oder wie verstehen wir genau das Verhältnis zwischen Ästhetik und Erkenntnis. Von diesen Begriffen, also von vielen Begriffen wie Ästhetik, Medien, Wissenschaft, Erkenntnis, hängt natürlich auch die Fundierung dieser Forschungsmethoden ab, die gleichzeitig sie ändert und auch wieder fundiert. Und das finden wir auch gerade sehr spannend. Also es geht nicht nur um eine Berechtigungsfrage heute, ob diese entwurfsbasierte Forschung berechtigt ist, zum Beispiel sich in gewisser Weise als eine Erkenntnisform oder eine Erkenntnismethode auch zu bezeichnen.
die natürlich auch Relevanz für den ästhetischen Diskurs hat, sondern es geht auch um einen Beitrag von dieser Forschung für relevante Fragen, die wir, glaube ich, auch während des Kongresses zu diskutieren sind. Ich denke, in diesem Fall ist die Architektur nicht nur ein Forschungsfeld, sondern es ist auch ein generatives Feld, um Fragen vielleicht anders zu beleuchten unter einer anderen vielleicht auch Lupe zu betrachten. Wie schon am Anfang gesagt haben, werden wir grundsätzlich so anfangen, dass wir Ihnen Fallbeispiele und einige auch Positionen von entwurfbasierter Forschung präsentieren. Diesen Teil wird von Matthias Ballestrem und Oya Talay Frank übernommen. Matthias Ballestrem ist Architekt und seit 2017 Professor für Architektur und experimentelles Entwerfen an der HCU in Hamburg. 2016 gründete er mit 4 Kolleginnen das Programm Entwurfsbasierte Forschung, PEP, an der TU Berlin. Und das Programm ist sicherlich auch in Deutschland eine wichtige Realität der Forschung, um überhaupt auch wirklich gemeinsam besprechen zu können, wie wir das entwurfsbasierte Wissen und auch die jeweiligen Methoden wirklich zu einer etablierten Form auch der Forschung entwickeln können. Und dann sind wir sehr viel am Diskutieren und gemeinsam entwickeln, weil es natürlich auch sehr viele offene Fragen gibt. Oya Atalay Frank ist Direktorin des Departments Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen von Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Sie hat eine internationale Erfahrung in vielen Evaluationskommissionen im Bereich der entwurfsbasierten Forschung. Also sie kennt die 4 Ebenen, die ich eingeführt habe, sehr gut. Und ich glaube auch die institutionelle Ebene ist für sie eine sehr wichtige Dimension auch ihrer Forschung. Und in ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit der Architekturausbildung und dem Berufsbild auch des Architekten und der Architektinnen und natürlich mit entwurfsbasierten Methoden und Raumtheorie. Im zweiten Teil werden Marcello Stamm und ich einige philosophischen Themen nochmal pointieren. Und ich möchte auch kurz Marcello Stamm einführen. Marcello Stamm ist Philosoph, von 2012 bis 2017 Forschungsdekan am MIT Melbourne und hatte auch eine sehr wichtige Rolle in der Entwicklung unterschiedlicher Programme innerhalb der entwurfsbasierten Forschung. Und seit 2018 ist Professor für Philosophie und Kreativität an Virginia Tech in den USA und Leiter auch des WT Practice-Based PhD-Programms. Marcello Stamm ist an der Stelle auch oder im Bereich der entwurfsbasierten Forschung eine sehr interessante Persönlichkeit, die versucht, auch Architektur und entwurfsbasierte Forschung theoretisch, methodisch und auch institutionell zu verbinden und sehr kreativ auch an der konzeptionellen Weiterentwicklung von entwurfsbasierten auch Forschungsformate beteiligt ist. Also vielen Dank, Matthias, Oya und auch Marcello, für wirklich heute hier zu sein. Und vor allem, ihr seid heute sozusagen unsere Mitstreiterinnen. Und wir freuen uns sehr, jetzt einfach unsere Diskussion anfangen zu können. Und danach werden Sie auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und auch Kommentare. Das können Sie sich gerne jederzeit auch im Chat machen. Und dann, wir werden nach unseren 4 Inputs, also nicht so ganz am Ende unserer Veranstaltung, natürlich Ihnen auch die Möglichkeit geben, unsere Diskussion weiter zu entfalten. Und wir würden uns sehr natürlich darüber freuen, auch mit Ihnen darüber zu sprechen. Vielen Dank und ich gebe einfach jetzt Matthias das Wort weiter. Vielen lieben Dank, Lydia, für die Einführung. Damit hast du schon einiges, was ich auch sagen wollte, natürlich vorweggenommen, aber ich steige deswegen auch direkt ein in mein Thema, was ich heute in die Diskussion werfen will. Wie Lydia gesagt hat, bin ich ja Architekt und habe seit 4 Jahren eben betreue ich mit das Programm entwurfsbasierte Promotion an der TU Berlin. Inzwischen
eben auch von der HCU aus, wo ich auch dort zusammen mit neuen Kolleginnen die praxisbasierten Promotionen in der Architektur eingeführt haben. Und auf diese Erfahrung beruht der Aspekt, den ich eben jetzt in meinem kurzen Statement einführen will. Es geht dabei um Artefakte, architektonische Artefakte als epistemische Objekte. Ich werde dazu auch mit einem Whiteboard arbeiten, wo die Beispiele auch zu finden sind. Den Link habe ich gerade in den Chat gepostet. Sie können gerne auch asynchron in dieses Whiteboard gehen. Sie haben dort die Berechtigung auch zu kommentieren, was Sie dort sehen. Dazu müssen Sie sich nicht extra anmelden, sondern einfach nur Ihren Namen als Gast eingeben und dann sollte das funktionieren. Lydia hat schon gesagt, Forschung in und durch das Entwerfen ist zumindest in Deutschland immer noch recht neu. Und ich finde das immer wieder erstaunlich, denn das Entwerfen ist ja unstrittig die Kernkompetenz der ArchitektInnen und ist ja deshalb wie in anderen Universitäten auch üblich sein, in universitären Disziplinen auch üblich sein sollte, im Kern der eigenen Disziplin zu forschen, zu promovieren, zu habilitieren. Philosophinnen betreiben Philosophie, BiologInnen Biologie, ArchitektInnen. Bislang arbeiteten sie in der Forschung eher historisch oder bauphysikalisch oder psychologisch oder ethnografisch, soziologisch etc. Sie schrieben meist Texte, aber sie entwarfen bislang nicht. Die Sprache der Architektur ist jedoch der Raum und unsere Methoden sind eben Entwurfsmethoden. Sicherlich kommen im Entwurfsprozess neben intuitiven, sprunghaften, nichtlinearen Entscheidungen auch diskursive oder systematisch-analytische Methoden zum Einsatz. Aber wir produzieren in der Regel dabei wenig Text, sondern entwerfen eben Räume. Und wenn das gelingt, dann transferieren wir dabei Konzepte und Ideen, ja auch Haltungen und Anschauungen in Raum. Wie aber können wir Entwurfsergebnisse auch als wissenschaftliche Ergebnisse betrachten? Und dazu will ich zwei Beispiele zeigen von Promotionen, die ich aktuell betreue. Sie sollen verdeutlichen, wie Entwurfsmethoden als Prozesse der Wissensproduktion und Architektur als Wissensform verstanden werden könnte. Dabei sind das natürlich nur Ausschnitte, die ich zeige und nicht die gesamte Promotion. Es ist auch eine ziemlich zugespitzte Darstellung, um in der Diskussion auch eine Wirkung entfalten zu können. Ich teile meinen Bildschirm und Sie werden jetzt dort auch das Board sehen, zu dem ich gerade den Link geteilt habe. Das erste Beispiel ist ein kleiner Ausschnitt aus der Promotion von Tim Simon Meyer. Er promoviert zu dem Thema das Potenzial einer tektonischen Entwurfsmethode für die Erfahrungsqualitäten von Architektur. Er promoviert zu seiner eigenen Praxis als Architekt in seinem Partnerbüro mit Joao Quintela, Atelier JQTS. Und Ausgangspunkt seiner Beobachtung oder ist die Beobachtung, dass seine realisierten Strukturen, kleine Architekturen, meist zu einer hohen Interaktionsbereitschaft und Interaktionsaktivität ihrer NutzerInnen führen. Die Menschen lehnen sich daran. Sie klettern darauf, sie ahmen es nach, sie testen die Standfestigkeit, sie berühren es etc. Sowohl Fotos und Filme als auch beschreibende und reflektierende Texte fremder AutorInnen unterstützen diese Beobachtung. Solche Qualitäten werden in der Literatur unter anderem durch Begriffe wie Kapazität bei Herzberger oder Affordanz bei J.J. Gibson beschrieben. Für die Architektur allerdings stärken sie Identität und das Transformationspotenzial eines Ortes, indem sie eine eigenartige Beziehung zum menschlichen Körper aufbauen können. Das Beispiel, was ich zeigen will, heißt Povara, ist ein kleiner Pavillon, der als Raum für experimentelles Theater, ein Jubiläumsbau für eine Theaterkompanie war. Die Architektur, die Sie hier auch sehen im Überblick, sieht keine räumliche Trennung zwischen Akteur und ZuschauerInnen vor. Die Grenzen von Bühne und Zuschauerraum sind fließend. Im Gegensatz zum klassischen Bühnenbild wird hier die Architektur zum Ausgangspunkt des Spektakels. Inszenierungen reagieren auf die Architektur und das Verhalten der ZuschauerInnen
beiden Zugangsbereiche verlangen vom Besucher eine Entscheidung, ähnlich eines ersten Akts, in dem keine Vorgaben einer Bewegungsrichtung gemacht werden, bestehend aus einem hölzernen Balken, der mittig auf einer ebenfalls hölzernen Stütze ruht, werden sie durch blaue Farbe zusätzlich hervorgehoben und markieren hier die Zugänge. Der Pavillon wird als Holzkonstruktion errichtet, die sich aus 118 immer gleichen Modulen zusammensetzt, die Sie hier sehen. Das einzelne Modul leitet sich von den standardmäßigen Hilfskonstruktionen im Kulissenbau ab, welche den ZuschauerInnen für gewöhnlich verborgen bleiben. Diese in sich stabilen Rahmen werden als einzige raumbildende Elemente verwendet. In der Fügung der einzelnen Module entsteht so eine in sich ausgesteifte Gesamtstruktur, die letztendlich den Raum für das Spektakel definiert. In seiner Promotion geht Tim nun der These nach, dass durch die besondere Entwurfsmethode ihres Büros diese eine eben hohe Affordanz der Architektur entsteht. Diese Methode, von Tim auch als tektonisches Entwerfen beschrieben, beginnt mit dem Berühren, Tragen und experimentellen Fügen der architektonischen Elemente. Es wird darauf geachtet, dass die Elemente von den Entwerferinnen und den Bauenden selbst getragen und gefügt werden können, dass die Fügung sichtbar und nachvollziehbar ist. Im Betrachten können die NutzerInnen das Gewicht nachempfinden, das Zusammenfügen miterleben. Aus Elementen im menschlichen Maßstab zusammengesetzt, werden die Konstruktionen kleinteilig und aufgelöst und gewinnen auch dadurch wieder eine Körperlichkeit. Hier sieht man ein Beispiel für diese Qualitäten. Der Tänzer hier ahmt in seiner Performance die Form der Elemente der Wand nach, die ihn umgibt. Sein Körper wird einer der Rahmen, aus denen die Struktur besteht. Und diese körperliche Angebotsqualität ist den meisten der Projekte von JQTS auf eine jeweils eigene Weise präsent. Es ist kein theoretisches und kein abstraktes Wissen, was wir hier sehen, sondern spezifisches Wissen in gebauter Form. Meiner Ansicht nach ist es auch nicht nur ein Know-how, das hier deutlich wird. Es ist keine Erkenntnis, die dadurch wirkt, dass wir hier darüber sprechen, sondern eine, die durch die Erfahrung selbst entsteht. Als zweites Beispiel zeige ich ein Projekt aus der Promotion von Marta Fernandez Guardado. Ist auch eine laufende Promotion zum Thema Home Things and Bodies. Martas Promotion nimmt ihren Ausgang von der Feststellung, dass sich in ihren eigenen architektonischen Praxis rückblickend ein wiederkehrendes Interesse und eine Beschäftigung mit dem Häuslichen zeigt. Ihre Projekte und Arbeiten hinterfragen den Standard der Dinge, die uns in dem umgeben, was wir unser Zuhause nennen. Ihr Entwurfsprozess beginnt in der Regel mit der genauen Beobachtung der Wohnrituale ihrer Klienten. Aus diesem Kennenlernen des spezifischen Kontexts heraus interpretiert sie in ihren kleinmaßstäblichen Projekten die gängige Praxis des Wohnens durch verfremdete Versionen von generischen Möbeln und Einrichtungsgegenständen um und neu. Im theoretischen Teil ihrer Dissertation thematisiert sie das transformative Potenzial von Dingen und setzt es in Beziehung zum aktuellen Diskurs über Agency, Ding-Theorie, individuelle Identität und Ort, indem sie die Bedeutung der Dinge durch ihre Wichtigkeit für die Konstruktion eines Zuhauses betrachtet, entwickelt sie ein Architekturverständnis, das die Trennung von architektonischer Struktur und Möblierung überwindet. Sie expliziert die impliziten Bedeutungen und Schichten, die in ihrer eigenen architektonischen Praxis, ihrem Entwurfsprozess und den daraus resultierenden Artefakten eingebettet und eingeschrieben sind. Das Projekt, was wir jetzt anschauen, ich gehe nochmal zum Überblick, ist der Umbau eines Apartments, in dem der Anspruch war, ein zusätzliches Zimmer zu planen. Als Antwort wurde die Eingangsgarderobe umgebaut zu einem gleichzeitig Kinderzimmer, Spielzimmer und einer Bühne mit mehreren Öffnungen und Möglichkeiten für Inga und ihren Vater Petri, die zusammenleben, aber nicht immer. Der Entwurf entstand auf der Grundlage von Petri, also der Dokumentation des Vaters,
der Routinen seines Kindes, die in ein performatives räumliches Gerät für die Verhandlung von Wünschen und Verantwortlichkeiten zwischen den neu konfigurierten Familienmitgliedern übersetzt wurde. Diese Familienmitglieder, die sehr unterschiedliche Bedürfnisse nach Unabhängigkeit und Care haben. Nun kann man sagen, dieses Projekt steht exemplarisch für einen Wandel des Wohnens. Es stellt eine Abkehr von einem Wohnen in geschlossenen, privaten, eigenen Zimmern hin zu einem dynamischen und relationalen Wohnen dar, in der Zurückgezogenheit und Gemeinsamkeit innerhalb der Wohngemeinschaft stetig neu verhandelt werden können. Aber würden das nicht eher KulturwissenschaftlerInnen schreiben und analysieren? Ist es nicht vielmehr so, dass dieses Objekt selbst schon diese Entwicklung verkörpert? Ich sage verkörpert auch, um zu betonen, dass es sich in dem Wohnmöbel hier nicht um eine Dokumentation und Illustration handelt, sondern dass es selbst ein transformatives Objekt ist, das Veränderung schafft, in dem mit ihm gewohnt wird und in dem wir Petri und Inga dabei zusehen. Martha arbeitet in ihrer Dissertation auch theoretisch. Wie ich gesagt habe, kontextualisiert sie ihre Arbeiten im aktuellen Diskurs über die sich verändernde Bedeutung von Zuhause und die es konstituierenden Praktiken. Aber ist das überhaupt eine Bedingung? Ist es nicht vielmehr so, dass sie nur noch auf eine passende Art auf diese bestimmten Aspekte des Projekts zeigen müsste, um das bereits darin enthaltene Wissen zugänglich zu machen und dadurch auch zu qualifizieren? Denn in dem Projekt existiert dieses Wissen ja schon in der Welt, bevor es beschrieben war, auf eine eigene Art und Weise, in einer eigenen sinnlich und natürlich nicht diskursiven Sprache. Mit diesen Überlegungen will ich jetzt meine Einführungen abschließen und die Fragen in unserer Runde mitgeben. Und jetzt übergebe ich, glaube ich, wieder erstmal kurz an Lydia. Ja, vielen Dank, Matthias, für deine Einführung. Ich glaube, ich werde auch gleich das Wort Oya geben. Es geht natürlich auch jetzt in Bezug auf die Frage von Matthias unter. Es gibt viele Aspekte, die er angesprochen hat, aber die Frage auch der Vermittelbarkeit spielt dabei eine große Rolle. Und auch, wie können wir überhaupt eine Verbindung zwischen dem sinnlichen und dem diskursiven Wissen finden? Oya, du hast das Wort. Danke. Vielen Dank, Lydia, vielen Dank, Matthias. Ich hoffe, dass das meine Internetverbindung stabil bleibt. Falls etwas eingefroren ist, bitte mich kurz oder geben mir bitte Signal. Also interessanterweise hat Matthias Begriffe gebracht, Körperlichkeit, Verkörperlichen, nicht zufällig, oder? Architektur, absolut, schafft Räume, arbeitet mit Räumen, das ist Kerngeschäft der Architektur, aber dieser Kerngeschäft ist etwas Abstraktes, das ist wie die Luft, es ist nicht fassbar. Und um diese Unfassbare fassbar und erfahrbar zu machen, braucht Architektur Material und Struktur. Und die Beispiele zeigen das hervorragend. Und diese Beispiele zeigen auch, dass diese Räume, dieses räumliches Schaffen, auch sehr individuell ist, sehr kontextabhängig, kontextorientiert, aber auch von Nutzer inspiriert und auch für die Nutzer gemacht. Was bringt das? Das heißt, wir haben einen Gegenstand, das im Material ist, mit vielen Inputs. Dann haben wir einen Prozess, sehr synthetisch, auch zu einer Symbiose führt und zu etwas Materialen. Aber wiederum, darauf entsteht ein Erfahrungsraum. Und ohne die Teilnehmende, also Nutzer, wenn wir das so technisch sagen dürfen, ohne diese Interaktion, Interpretation und Leben, lebbare Räume, wir finden auch keine Erkenntnis dran. Weil wenn die Objekte für sich selbst stehen, das ist dann etwas anderes. Obwohl sie sehr individuell sind, sehr auch Autonomie haben, die Autonomie kommt zu Grenzen, indem in dieser Interaktion eigentlich etwas anderes entsteht. Also was heißt das Ganze für uns? Wir befinden uns besonders mit Dissertationen und Forschungsarbeiten in einer hochkompetitiven Ebene, oder? Wir sind abhängig von
Frascati Manual, also Frascati Handbuch, der sagt, es gibt 5 Eigenschaften, wenn die Projekte die nicht erfüllen, sie gehen nicht als Forschung und Entwicklung. Also die müssen neuartig sein, schöpferisch sein, ungewiss in Bezug auf das Ergebnis, systematisch und Übertragbarkeit oder auch Reproduzierbarkeit auch vorhanden sein müssen. Jetzt, wenn wir diese 5 Punkte durchgehen, wir sehen, wir kommen zu Grenzen. Also das heißt, entwurfsbasierte Forschung und kann nicht unter all diesen 5 Punkten mit einem guten Gewissen, mit einem Checkpoint durchkommen. Also neuartig ist es schon, aber wir sagen nicht a priori, dass wir unbedingt neue Erkenntnisse abzielen. Und das heißt, dass das eigentlich bei diesem Prozess ein Wissenserwerb, auch durch Kopie, Nachahmung oder Reverse Engineering möglich sein sollte. Dann kommt die schöpferische. Natürlich auf originären und nicht offensichtlichen Konzepten beruhen unsere Arbeiten. Aber nochmals, dort ist es auch nicht ausgeschlossen, dass das auch die Methode, die zur Erledigung von eigentlich Alltagssachen, Routinearbeiten führen kann. Es ist nicht, dass das plötzlich völlig was anderes entstehen muss, aber doch andersartig. Und dann ungewiss in Bezug auf das Ergebnis. Da kann man sagen, ja, so und so, weil einerseits man hat etwas im Kopf, oder? Wenn wir entwerferische Absichten folgen, wir lassen Ideen eigentlich bewusst weg und gehen Richtung eine Idee, die wir gut finden oder geeignet finden. Das heißt, Ungewissheit ist zu einem gewissen Grad vorhanden, aber nicht so wie ein wissenschaftliches Projekt ausgeschlossen, oder? Systematisch ist sicher systematisch, was Tim gemacht hat oder was Martha gemacht hat. Man kann nicht von etwas Unsystematisches sprechen. Aber wiederum sind die Schritte nicht unbedingt so festgehalten, die wie ein Rezept dann weitergegeben werden können. Das kann sein. Aber das wird auch nicht den Zweck erfüllen. Und dann kommt natürlich der letzte Punkt der Übertragbarkeit oder Reproduzierbarkeit. Eben, wenn man die Methode und auch Vorgehensweise und Prozess so beschreibt und festhält, vielleicht kann man etwas Ähnliches machen. Aber das ist nie das Ziel in einem architektonischen Schaffen. Es sei, dass das natürlich man Serienproduktion machen will, dass das alles 1:1 wiederholt wird oder auch per se so gebaut werden sollte. Klar, wir haben die Ausnahmen. So, mit dem sind wir schon eigentlich in einem Minenfeld in der Forschungsumgebung und in diesem von übergeordneten Kriterien finden wir auch in der Feld, in der universitären Forschung. Was passiert da? Seit Jahren gibt es die Diskussion über interdisziplinär oder transdisziplinäre Arbeit. Und zum Glück haben wir vor einigen Jahren, ist es schnell gegangen, 20 Jahre, wie Michael Gibbons und Helga Novotny von Mode 2 von Wissen und Wissenschaften gesprochen haben, indem man von transformativer und transdisziplinärer Arbeit so etwas hält, dass man sagt, jeder kommt mit eigener Methodik, mit Wissen. Man kommt zusammen über ein bestimmtes Projekt, spricht miteinander, mischt die Methode, schöpft etwas und mit dem geht man wieder zurück zur eigenen Disziplin oder disziplinären Umfeld und arbeitet weiter. Also es ist nie eigentlich, man ist nie dasselbe, wenn man zurückgeht. Aber diese offene Art und ganz konkreten Problemen, gemeinsames Arbeiten, das musste eigentlich unter Umständen, wie wir jetzt eigentlich mit großen globalen Problemen zu schaffen haben, muss eigentlich auch ein Stück mehr Raum in der universitären Forschung haben. Das heißt, die klassische Silo-Denken von Grundlagenforschung, angewandter Forschung, experimentelle Forschung und dann Trennung von Artistic Research ist nicht zukunftsfähig. Wir müssen einfach schauen, wenn wir als Universitäten auch in der Zukunft relevant bleiben wollen, also Wissenskraft darauf zielen wollen, dass das eigentlich alle Forschungsarten oder Tätigkeitsbereichen miteinander offen diskutieren und die Probleme gemeinsam anschauen können. Das wiederum bedeutet, dass wir als entwurfsbasierte Forschende, die mit Alltagsrelevanz hoch in der vorderen Front sind, mit haptischen, konkreten, aber mit
ästhetischen Qualitäten eigentlich direkte Interaktion mit Umfeld und Menschen haben, wir müssen dort ein Stück auch das Lied haben können. Und wenn das Lied, wir müssen uns selbst in den Prozessen einbringen können. Also nicht passiv sitzen und warten, dass wir Einladungen bekommen für transdisziplinäre Forschung und Arbeiten. Wie machen wir das? Ich habe dafür jetzt keine Lösung, aber die Beispiele, die wir gesehen haben, sind hervorragend, um zu sagen, wie eigentlich im unmittelbaren Umfeld Sachen sich ändern können. Und das geht Richtung Reflexion, Verbesserung des Lebensqualitäts und Material. Es gibt viele, viele Dimensionen von der Arbeit und was wir gesehen haben. Also es bleibt weiterhin an uns zu überlegen, was machen wir explizit, indem wir implizit bearbeiten oder implizit herausgefunden haben. Und wie finden wir auch quasi die Sprache? Außer dem Material gibt es auch Wege zu Kommunikation und transformative Auswirkungen. Wie ihr seht, das sind viele Ebenen, die zusammenkommen. Von institutionell, also übergeordnet von Forschungspolitik, europäischer Forschungspolitik, bis unterbrochen zu Institutionen, aber bis zu den Forschenden selbst, wie man auch miteinander die Interaktion sucht. Und dann, indem natürlich man sagt, doch, epistemische Objekte, es gibt Wissen, Wissensproduktion, Erkenntnisse, aber vielleicht andersartig. Es ist jetzt nicht meine Aufgabe, da eine Definition zu geben. Ich kämpfe auch bei jedem Projekt und Projektantrag, den ich in der Hand habe, zu sehen, woran erkennt man eigentlich die Qualitäten des Projektes. Und das ist immer eine spannende Reise. Und ich freue mich sehr jetzt auf die Diskussionen, die wir gemeinsam führen können. Lydia, ich gebe das Wort zu dir. Ja, vielen Dank auch für diesen Einblick in eine auch andere Perspektive, vielleicht diese institutionelle Perspektive bezüglich der entwurfsbasierten Forschung, aber auch schon im Versuch, sehr viele theoretische Aspekte einzuführen, die wir aber von innen auch der Forschungsmethodik behandeln wollen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Marcello heute auch mit uns ist und möchte ich Ihnen gerne das Wort geben, um dann auch viele der Fragen, die schon Matthias und Noja eingeführt haben, weiter zu entfalten. Und an der Stelle möchte ich einfach nur betonen, dass, glaube ich, sowohl für Marcello als auch für ich gerade sehr wichtig ist, eine Philosophie auch von innen zu entwickeln. Also eine Philosophie, die in der Lage ist, genau diese entwurfsbasierte Forschung nicht nur zu beschreiben. Es geht nicht um eine Beschreibung, es geht auch um eine gemeinsame kritische Reflexion, um dann auch diese Forschung auch weiterzuentwickeln auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Marcello, du hast das Wort. Vielen Dank. Ich teile vielleicht auch meinen Bildschirm und hoffe, dass Sie das jetzt sehen können. Sehen Sie meinen Bildschirm? Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Dann jetzt vielleicht? Jetzt. Jetzt? Ja, jetzt. Gut. Also zunächst mal natürlich auch zurück an die Organisatoren meinen Dank für diese Veranstaltung und die Einladung meiner Kollegen. Brillante Vorstatements machen es mir ganz leicht, daran anzuknüpfen. Und Sie sehen, ich habe meine 10, 15 Minuten, maximal 12 Minuten vielleicht, geordnet nach drei, nennen wir sie Fehlschlüssen, Fallacies, auf Englisch bedeutet nicht unbedingt Fehlschluss im technischen Sinn, sondern kann auch so etwas wie ein Fehldenken bedeuten. Ich könnte natürlich diese Motive, die ich entfalten will, auch technisch versuchen, als Fehlschlüsse Ihnen vorzukonstruieren. Ich will Ihnen aber im Grunde genommen nur das als Fehlschluss im weiteren Sinne offerieren. Also eine Art von Denken, das im Zusammenhang mit entwurfsbasierten Forschen und vor allem mit Forschung im Medium des Entwerfens offensichtlich Probleme bereitet und wo, wenn Sie so wollen, es Vorurteile, Voreinstellungen, Präjudizien gibt, die dazu führen, dass dieses Forschungsfeld
oft in Diskussionen verwickelt wird, die eigentlich vielleicht auch schon obsolet sind. Wir haben fantastischerweise von den Vorrednern Beispiele gehört und auch schon Problemstellungen, die direkt an den ersten Fehlschluss anknüpfen, nämlich das, was ich einen topologischen Fehlschluss nenne. Dahinter verbirgt sich kein barocker oder auch prätentiöser Gedanke, sondern die Beobachtung, dass es immer noch, und das geht auch in Oyas Richtung der institutionellen, wenn Sie so wollen, Transformation, immer noch natürlich einen großen Theorie-Praxis-Diskurs gibt, bei dem sehr häufig die Praxis das ist, was durch die Theorie entweder dann überhaupt erst verstanden oder erfasst werden kann oder interpretiert wird, weil die Praxis eben eine als Praxis immanent oder man könnte auch sagen, das ist sublim, das ist tacit, das ist nicht explizit gemacht, das ist unterentwickelt, das ist sozusagen verkörpert. Da gibt es auch in der englischen Diskussion, wie Sie wissen, vom embodied bis embedded bis tacit, gibt es sehr viele Terme, die damit zusammenhängen. Also da gibt es irgendwie Fähigkeiten und Wissen, aber dieses Wissen ist nicht explizit. Und ein Teil der Vorstellung ist, durch bestimmte theoretische oder andere kognitive Operationen könnte man dieses Wissen dann eben ausheben, sichtbar machen und dann, das hat dann alles mit der Mitteilbarkeit, Vermittelbarkeit, unter Umständen auch mit Fragen von Übertragbarkeit zu tun. Dazu werde ich später noch einiges sagen. Aber weil es eben immer noch dieses Vorurteil der Differenz von Theorie und Praxis gibt, nehme ich eine radikale Gegenthese zum Anlass, die Diskussion darüber zu öffnen. Nämlich die Gegenthese ist, es gibt diesen Theorie-Praxis-Hiatus gar nicht, sondern wir brauchen ein ganz neues Kontinuum zwischen Theorie und Praxis. Das müsste eigentlich radikalerweise so weit gehen, dass in der Forschung, die im Medium des Entwerfens sich vollzieht, die Theorie nicht mehr importiert werden muss. Ich sage das bewusst sozusagen als kritische Wortwahl. Es gibt in der entwurfsbasierten oder in der Forschung, die im Medium des Entwerfens stattfindet, immer noch und sehr viele ständige theoretische Fremdimporte. Um direkt an Matthias' Beispiel anzuknüpfen, er hat fantastischerweise die Frage gestellt im Zusammenhang mit Marthas Projekt. Da hat er von den kulturwissenschaftlichen Kontexten, von den Diskursen gesprochen, er hat von dem Agency-Diskurs gesprochen, von dem Ding-Diskurs gesprochen und von all diesen theoretischen Positionen. Und er hat auch betont, diese Doktorandin beschäftigt sich damit durchaus. Aber die viel radikalere und interessantere Frage ist ja die, ist das wirklich das Eingangstor in das, was da geforscht werden sollte? Und wenn Sie so wollen, und ich bleibe dann bei dieser radikalen These, ich könnte sie auch die radikale Immanenzthese nennen. Wenn also Forschung im Medium des Entwerfens ganz konsequent und radikal durchgeführt wird, dann müsste alles, was vorher Theorie und auch Neutheorie genannt wird, müsste aus dieser Praxis, aus diesem Medium des Entwerfens selbst herausgehoben werden und nicht durch irgendwelche Importe geschaffen werden. Wir sehen das in den letzten 10 bis 15, 20 Jahren, in denen Artistic Research gemacht wurde und sich entwickelt hat, wie sehr viele künstlerische Forschungen auf Masters- und PhD-Niveau immer noch dazu übergeht, da sind die Artefakte oder ist da sozusagen das Werk, the body of work, das die Künstler geschaffen haben. Und auf der anderen Seite kommen dann sozusagen die theoretischen Bezüge, die seien sie aus der Geschichte, seien sie aus dem Gegenwartsdiskurs herangetragen werden. Da gibt es prominente Autoren, die eine Zeit lang en vogue waren. Ich bin selbst Zeuge von unzähligen solchen Dissertationen geworden, in denen beispielsweise nur und fast ausschließlich mit Deleuze argumentiert wurde, weil Deleuze in dem Moment sozusagen Diskursführer gewesen war. Und irgendwie müssen wir uns also fragen, inwieweit die Theorie
in solchen Fällen die eigentliche Forschung im Medium des Entwerfens nicht nur überformt, sondern dann vollkommen verzerrt. Das ist also eine ganz interessante Fragestellung. Was ist Theorie und woher stammt die Theorie in, wenn Sie so wollen, im Konsequenten, im Radikalen, im streng entwickelten Forschen im Medium des Entwerfens? Dazu habe ich eben die These, dass es ein topologischer Fehlschluss ist, Theorie und Praxis zu trennen. Warum topologisch? Schlicht und einfach die Wortwahl. Es gibt nicht diese zwei Seiten, Theorie und Praxis, weil es nicht mal nur eine Seite gibt. Man könnte sagen, es gibt nur eine Seite, nämlich Theorie und Praxis Kontinuum. Wenn Sie streng genommen philosophisch argumentieren würden, müssen Sie sagen, der topologische Fehlschluss besteht darin, dass es eben gar keine Seite gibt. Denn sobald es eine Seite gibt, gibt es auch eine andere Seite. Und Sie könnten gerne nehmen, sozusagen das Möbiusband in diesem Fall als das nehmen, auf dem Sie sich sowohl theoretisch als auch praktisch vorwärts bewegen. Und Sie sind entweder auf der Praxis- oder auf der Theorie-Seite, sage ich jetzt in Anführungszeichen. Und das ist eben nicht eine Seite, sondern das ist das eine Medium, in dem Sie sich bewegen. Das Zweite, der methodologische Fehlschluss. Das hat viel auch mit Themen zu tun, die Oya auch schon zur Sprache gebracht hat. Ich habe mehrere Positionen zu dieser Frage, was bedeutet eigentlich Methode in dieser praxisbasierten Forschung, in diesem Artistic Research Feld. Die Zugangsweise, die ich heute für Sie wähle, entlehne ich auch und verdanke ich auch Vera Bühlmanns Positionen, die in Wien dazu sehr interessante Meinungen schon vertritt, nämlich, dass der gesamte Methodendiskurs ja, wenn Sie so wollen, kartesianisch angestoßen worden ist durch den Gedanken, dass nur in der Bloßlegung der Methoden, in der Offenlegung der Methoden, es dazu kommen kann, dass es in der Wissenschaft sozusagen einen Weg aus dem, sagen wir, für die Diskussion, die wir jetzt führen werden, aus dem Obskurantismus oder aus dem Elitismus oder aus der Position derer, die über die Wege in das Wissen verfügen, gegenüber denen, die über diese Wege nicht verfügen. Also indem sie Methoden offenlegen und sagen, wie sie zu diesem Wissen kommen und es in dieser Weise explizit machen, legen Sie natürlich auf ganz offensichtliche Weise dar, dass dieses Wissen ein Wissen ist, an dem alle teilhaben können. Das ist ein ganz wichtiger, wenn Sie so wollen, partizipatorischer Aspekt dieses Gedankens. Und nun entsteht aber auch in der Forschung im Medium des Entwerfens, glaube ich, ein ganz tiefes, auch philosophisches, interessantes Problem. Dass nämlich die Frage dieses methodischen Offenlegens ganz schnell auch an seine Grenzen stößt. Diese Methoden, wenn sie sozusagen als Instrumente oder als ein Werkzeug betrachtet werden, auf dem Weg zu dieser Wissensvermittlung, entsprechen ja in vielen Fällen nicht dem, was sich abspielt und was sich ereignet und was den Wert dessen ausmacht, was zum Beispiel in künstlerische Praxis, in auch Designpraxis, in architektonische Praxis, wir haben hier Architekturbeispiele, aber das, was ich diskutiere, geht und sollte ja auch weit über die Architektur im engeren Sinne hinausgehen. Nämlich, es gibt ja ein ganz anderes Verhältnis dessen, der lernt und, wenn Sie so wollen, hermeneutisch interessiert ist, zu dem, der verstehen will, zu dem, der über ein bestimmtes Wissen verfügt und über ein bestimmtes Können verfügt. Und wir haben schon gesagt, dieses Wissen kann immanent sein, es kann implizit sein, es ist nicht explizit gemacht. Und wie kann man also dieses, wenn Sie so wollen, implizite Wissen, wie kann man das vermitteln? Also wir sind jetzt bei dieser Frage der Vermittelbarkeit, Übertragbarkeit wieder. Und da gibt es natürlich das schon immer in den Akademien, in den deutschen Akademien und nicht nur in den deutschen Akademien, hat es immer das Modell der Masterclass gegeben. Das heißt, das ist bewusst ein anderes Modell als
das, wenn Sie so wollen, herkömmliche, nämlich es gibt den Meister. Und dieser Meister, nehmen Sie beispielsweise in einem ganz anderen Kontext auch den Tänzer, der etwas vortanzt und die Eleven, die Tanzeleven in der Tanzschule nehmen das dann auf bestimmte Weise auf. Was sind da eigentlich für Vermittlungs-, wenn Sie so wollen, Instrumentarien im Spiel? Wie ist das Verhältnis von, wenn Sie so wollen, Lehrer und Meister hier, wenn wir es nicht elitistisch betrachten wollen, wenn wir es nicht obskurantistisch betrachten wollen, aber wenn wir anerkennen wollen, dass nicht alles Wissen über diesen Gedanken der Bloßlegung und des Explizitmachens der Methoden gehen kann? Deshalb habe ich da die Stichworte Performance und Manifestation des Wissens. Es kann sein, dass dieses Wissen sich auf bestimmte Weise manifestiert und dadurch sozusagen dann aufgenommen werden kann. Mich interessieren diese Wege der Aufnahme des Wissens, der Vermittlung des Wissens, die nicht über notwendigerweise über, nennen wir sie vor allen Dingen auch, diskursive und theoretische Medien erfolgen muss. Und im Anschluss daran als letztes, bevor ich dann noch zwei Bemerkungen zu den Artefakten und zum Status der Sprache mache. Es liegt ja fast nahe, dann auch von einem operativen Fehlschluss zu sprechen. Mit operativem Fehlschluss meine ich jetzt ein operatives Vorgehen in der Forschung. Man kann natürlich auch sagen, es gibt operative Fehlschlüsse in der Praxis selber, die man vermeiden sollte. Der operative Fehlschluss, den ich meine, hat etwas zu tun mit dem Gedanken, den wir alle gerne folgen, nämlich, dass wenn es um Übertragbarkeit geht, wir immer aus der Konkretion und der Manifestation dem Einzelnen heraustreten müssen. Wir müssen sozusagen, Oya hat auch dieses Wort einmal gebraucht, und zwar kritisch gebraucht, nämlich sozusagen das Rezept suchen, nicht wahr? Und es müsste sozusagen eine Art von Abstraktionsvorgang stattfinden, von der Konkretion in einen abstrakten in ein abstraktes Feld, aus dem sich dann wieder nach der Idee der Subsumption sozusagen neue Situationen finden lassen können, die sich unter diese Regel, die man gefunden hat, subsumieren lassen. Also wir sind hier, wenn Sie philosophisch darüber diskutieren wollen, sind wir in einem ganz interessanten Problem der Normativität angelangt durch diese durch dieses Forschungsmodell, nämlich Forschung im Medium des Entwerfens. Warum ist das in meinen Augen ein operativer Fehlschluss? Weil ich glaube, dass diese Transferisten, die glauben, Wissen muss und kann nur über einen, wenn Sie so wollen, abstrakten Prozess vermittelt werden, durch dann einen Abstraktionsprozess vermittelt werden, verstehen natürlich einen Teil dessen, was in der Forschungspraxis in anderen Disziplinen fundamental und wesentlich ist, verstehen Sie als, wenn Sie so wollen, die Regel für die gesamte Forschungspraxis. Und da kann ich auch Oya nur sekundieren darin. Wir brauchen da ein radikales Umdenken in dem, wie kann Wissen vermittelt werden, wenn es nicht über einen abstrakten Wissenstransfer erfolgt, sondern die Artefakte selbst eine bestimmte ganz neue Rolle bekommen. Das führt mich jetzt zu diesen letzten beiden Punkten, jeweils nur eine Minute dazu. Wir haben von Matthias Ballestrem, ich glaube, die Formel ist zwingend und sehr wichtig, wir haben von den epistemischen Objekten gehört. Die Idee also, dass die Objekte selbst eine, wie ich es nennen würde, eine autonome epistemische Valenz haben. Das Zweite, was mich sehr interessiert an diesen Artefakten, dabei meine ich Artefakte im weitesten Sinne, Lydia hat von Artefakten gesprochen und dann aber auch von anderen Objekten in irgendeiner Art, nehmen Sie in meinem Fall den Begriff Artefakt für alles, was sozusagen aus einer schöpferischen Praxis heraus entstanden ist. Was mich zusätzlich zu der Idee, dass diese Artefakte epistemische Objekte sind und wir deren Valenz genau verstehen müssen, und wir verstehen die Valenz leider noch nicht genau, müssen also darin in einer Art von Metaforschung über zum Beispiel Dissertationen hinweg das weiter erkunden. Das Zweite, was diese Artefakte so besonders macht, ist selbstverständlich ihre Singularität. Das heißt,
wir müssen verstehen, dass diese Artefakte Kraft ihrer Einzelheit genau eine Art von Wissensqualität und Wissensträger sind, so wie man in keinster Weise sagen kann, wenn ich dieses Artefakt reproduziere, dadurch, dass ich es wiederhole, dadurch würde beispielsweise irgendetwas an Wissensqualität gewonnen. Es ist schlicht und ergreifend absurd zu glauben, dass wenn man, nehmen wir mal in einer radikalen These an, ein Bild von Caravaggio eine bestimmte epistemische Valenz hat und damit eine Singularität, dass wenn man dieses Bild sozusagen wiederholte, dass dadurch die epistemische Valenz sich verdoppeln würde oder sich klären würde in irgendeiner Art und Weise. Es sind völlig abwegige Ideen. Das heißt also, wir müssen ganz neu darüber nachdenken, was bedeutet Wiederholbarkeit, was bedeutet Reproduzierbarkeit in diesen Zusammenhängen, wo die Wissensträgerschaft mit einzelnen Objekten und ausschließlich einzelnen Objekten behaftet ist. Und die letzte Anregung und Frage, die mich auch immer wieder beschäftigt, geht dann auf die Sprache. Das hat natürlich Bezüge zu der Theorie und dem Diskurs. Das hat Bezüge zu der Frage, welche Diskussionsvehikel man benutzt. Wenn Sie die Idee von Forschung im Medium des Entwerfens radikal und extrem nehmen, müssen Sie sich eigentlich eine neue, wenn Sie so wollen, Dexterität, eine neue Verfügbarkeit und Virtuosität im Umgang mit einer Sprache aneignen, die nicht mehr die Artefakte, die wir haben von der Autonomie dieser Artefakte schon gehört, wir haben jetzt die Singularität und den epistemischen Objektcharakter dieser Objekte hervorgerufen, dass diese Sprache diese Artefakte nicht, wenn Sie so wollen, überdeckt, sondern das, was die epistemische Valenz dieser Artefakte ist, entdeckt. Also die Sprache muss eine völlig neue Funktion darin haben. Ich übe mit vielen meiner Doktoranden sozusagen da eine neue Sprache ein, die es ermöglicht, dass man in diese Artefakte hinein artikuliert und dabei das, was die Qualität dieser Produkte, dieser Objekte eigentlich ausmacht, heraushebt, also wie ich hier in dem Slide sage, entdeckt, statt dass man sie zudeckt. Und zurück zu dem topologischen Fehlschluss, sehr häufig erleben wir auch in der praxisbasierten Forschung, dass das Werk enorm stark ist, ganz extrem interessant ist. Und dann lesen wir dazu Diskurse und theoretische Abhandlungen und Mutmaßungen über was da der Künstler gemacht hat, eigentlich sein sollte. Und wir sehen, wie zunehmend, indem der Künstler oder der Designer, der Architekt in das theoretische Gravitationsfeld hineingezogen wird, er sich von seinem Werk, von seinen Artefakten entfernt und sie zunehmend sozusagen verunsichtbart, also sie zudeckt. Das sind also die fünf Themen, die ich hier zur Diskussion stellen wollte. Ja, vielen Dank, Marcello, für diese Einführung, nicht nur also für diese Position und für diese auch Aspekte, die du nochmal hervorgehoben hast. Ich möchte auch gerne an der Stelle auch schon die Diskussion öffnen. Also falls jemand auch Fragen hat oder Bemerkungen, sehr gerne können Sie sich einfach schon in der auch, also entweder mit der Hand oder etwas in der Chat schreiben, damit wir einfach auch diese Themen gemeinsam besprechen. Ich möchte vielleicht jetzt am Ende von unserer Einführung, die auch aus einer Diskussion natürlich generiert worden ist, vielleicht einige Aspekte hervorheben. Ich glaube, dass Matthias, Oya und Marcello, alle drei haben hervorgehoben, dass diese Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis, wie sie wir heute kennen, problematisch ist und dass wir sie auch neu denken. Und in wurstbasierter Forschung ist es nicht nur ein Problem an der Stelle, sondern es ist für mich auch ein Motor. Also es ist auch ein Feld, was genau diese Fragestellung vielleicht von einer anderen Perspektive nochmal wirklich
ja, in die Tagesordnung bringt, auch der Wissenschaft. Deswegen finde ich so auch spannend, die entwurfsbasierte Forschung nicht nur einfach innerhalb der Architektur zu besprechen. Natürlich diese Überwindung der Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis bringt auch einige Probleme auch mit sich. Braucht auch einen neuen Versuch, teilweise auch die Sprache neu zu situieren, wie wir überhaupt Theorie verwenden, um die Praxis zu beschreiben. Das soll sozusagen neu gedacht werden. An der Stelle denke ich, dass sich immer mehr eine eigene Reflexion entwickelt, wie wir überhaupt vielleicht eine Ebene der Sprache definieren können, die nicht darauf abzielt, die Praxis zu beschreiben und somit sie explizit zu machen, sondern die Effekte oder die Auswirkungen diesen Praktiken zu Sichtbarkeit zu bringen. Die Effekte sind nicht das Gleiche wie sozusagen die Praktiken. Also die Praktiken sind per se transformativ. Die sind, wenn wir wollen, nur Artefakte und gleichzeitig epistemische Objekte als Raum der Interaktion, wie Euer eingeführt hat, und auch als Raum der Transformation oder als Räume der Transformation, wie auch schon Matthias gesagt hat, und natürlich auch Orte einer radikalen Immanenz, die etwas zur Sichtbarkeit auch umbringen und etwas erfahrbar machen, was nicht auf eine sprachliche Beschreibung zu reduzieren wäre. Ne? Das war die Position noch am Ende von Marcello. Vielleicht hinzu kommt für mich eine wichtige Dimension, und diese Dimension betrifft auch die Ästhetik und auch die Art und Weise, wie wir zum Beispiel Kunstwerke beschreiben, weil da haben wir auch das Problem, wie wir Theorie und sprachliche Beschreibung verwenden. Sondern eine Theorie, die versucht, vielleicht auch in eine chorale Dimension, und mit choral meine einfach, dass vielleicht auch zum Beispiel die viele Beteiligte auch an diesen Prozessen die Effekte beschreiben und nicht unbedingt zum Beispiel die Personen, die diese Praktiken konkret entfalten oder realisieren, dass aber diese Dimension der Dokumentation der Effekte nicht verloren geht. Das ist mir ein Anliegen, weil wenn wir natürlich von radikaler Immanenz sprechen oder auch von einer Erfahrung, die immanent dann stattfindet, haben wir das Problem, dass viele auch der transformative Effekte nicht kommunizierbar werden. Und mit transformative Effekte meine ich nicht, dass wir etwas explizit machen, was im Werk implizit stattfindet oder auch einfach in der Erfahrung stattfindet, sondern dass wir vielleicht, und glaube an der Stelle verwende ich gezielt das Wort Lernen, uns sehr konkret auch über diese Effekte zu sprechen. Warum sage ich das? Weil ich denke, und das ist, glaube ich, auch Thema des Kongresses in den Tagen, dass wir immer mehr auch an dieser Relevanz dieser Praktiken arbeiten sollen. Also diese Praktiken natürlich basieren auf einer Erfahrung. Diese Erfahrung ist für einige zugänglich, nicht für alle. Das hat sehr viele Implikationen oder sehr viele Gründe. Ausstellungsräume, bestimmte natürlich Felder und bestimmte auch Kompetenzen, die man vielleicht auch braucht für diese Werke, aber um diese Erfahrung der Werke. Und das ist auch vielleicht ein Thema, was wir besprechen können, inwieweit wir alle Meister sind und inwieweit wir auch in der Lage sind, auch diese Erfahrung noch mitzunehmen. Und wir brauchen vielleicht einfach eine Ästhetik, oder einen ästhetischen Diskurs, der in dieser Hinsicht auch in der Lage ist, diese Transformation und die transformative Effekte zur Sichtbarkeit zu bringen. Das brauchen wir auch, um zu zeigen, warum diese Disziplinen auch im ökologischen Zeitalter nützlich sind. Es geht nicht nur dabei, zu sagen, dass diese Praktiken, diese Erfahrungen interessant sind. Also für mich ist grundsätzlich auch sehr wichtig, dass wir auch lernen, auch zu sagen, warum sie relevant sind und nicht nur, warum sie interessant oder spannend sind. Und das ist ein Wort, was auch oft Teil des akademischen Diskurses ist. Sie sind natürlich interessante Praktiken, aber die sind auch wichtig. Und ich glaube, Matthias hat auch am Anfang gezeigt, dass die Praktiken zum Beispiel von Tim und Martha auch ein Potenzial haben, spezifische Felder auch unsere Erfahrung auch zu transformieren, zum Beispiel in Form von Martha, das Wohnen auch neu zu konzipieren,
nicht aus dem, aus der theoretischen Perspektive, aber aus der Perspektive natürlich des Erlebens. Aber an der Stelle ist vielleicht interessant, sich zu fragen, kann die Theorie auch eine Rolle spielen oder die Sprache, wenn wir wollen, vielleicht weniger die Theorie, die Sprache eine Rolle spielen, um genau zu formulieren, was die Effekte sind. Und wie ich gesagt habe, das könnte auch eine chorale Dimension sein, also muss nicht unbedingt nur die Aufgabe von Martha in diesem Fall sein, sondern auch eine Aufgabe der, auch wenn wir wollen, Community sein, die diese Arbeit begleitet, betreut, am Ende auch evaluiert und dann natürlich auch rezipiert in den unterschiedlichen Kontexten, wo diese Arbeit gezeigt wird. Also das ist ein Thema, was für mich sehr auch wichtig ist und vielleicht noch nicht angesprochen worden ist. Es ist auch ein Thema, was für mich interessant ist und wichtig ist, weil es zeigt, dass die entwurfsbasierte Forschung ein Potenzial hat, und zwar auch zu zeigen, dass das Institutionelle das Experiment auch sein kann. Und das ist etwas, was wir auch erfahren, indem wir zum Beispiel diese Programme konzipieren, ne? Also die vielen Erfahrungen, die zum Beispiel Marcello schon beschrieben hat, war sehr konkret mit den Studierenden versucht oder mit den Doktorandinnen. Also das ist etwas, was für mich auch wichtig ist, auch für die Universität zu lernen, dass diese institutionellen Rahmen, also die Konzeption von Formaten, von bestimmten Diskursformaten, aber auch wirklich von teilweise Regeln, zum Beispiel der Promotion, auch einen experimentellen Charakter haben. Also die Institution ist an der Stelle nicht nur statisch, sondern erfährt auch eine dynamische Dimension, auch weil die entwurfsbasierte Forschung zum Beispiel in Deutschland relativ neu ist. Und deswegen diskutieren wir gerade, wie wir sie auch institutionell artikulieren können. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir für die Institution oder den institutionellen Rahmen auch im Allgemeinen lernen können. Und eine dritte Dimension ist, und das ist auch meine letzte Bemerkung, betrifft die mediale Praktiken. Also die Art und Weise, wie wir entwerfen und wie auch zum Beispiel in diesem Fall Studierende, aber auch Doktorandinnen mediale Praktiken verwenden im Entwerfen, die sie normalerweise auch im Entwerfen von sehr konkreten Projekten verwenden. Sie öffnen in diesem Fall den Raum für einen performativeren Zugang mit medialen Praktiken und somit auch mit dem Raum. Also sie gehen jenseits der konventionellen Repräsentationen, sie versuchen neue Praktiken zu erfinden, um dann auch diesen Raum der Erfahrung zu entfalten und zu realisieren. Und das hat natürlich auch ein transformatives Potenzial, nicht nur für die eigenen Praktiken und für die eigenen Artefakte und Projekte, sondern auch für das Entwerfen an sich, weil das ist natürlich ein experimenteller auch Umgang mit dem Raum, den wir einfach auch in der Architektur als eine Disziplin der Umweltkonstitution brauchen und brauchen werden, auch in Zukunft, wo die Architektur immer mehr mit neuen Praktiken des Bauens sich beschäftigen wird, vielleicht weniger bauen wird, aber auf jeden Fall sehr viel auch mit dem Bestand zu tun haben werden, ne? Wie zum Beispiel auch im Fall vom Projekt von Martha. Also in diesem Hinsicht kann die entwurfsbasierte auch Forschung genau anhand dieser performative Kraft der medialen Praktiken auch ein transformatives Potenzial für die Architektur haben und kann einfach auch wirklich ein Motor auch der Transformation der eigenen Disziplin. Und dabei sind wir natürlich auch am Diskutieren, wie viele Dimensionen wir einbetten können in diese Art der Forschung. Und das ist interessant natürlich, wie diese Forschung auch einige Disziplinen nähere, wenn wir wollen, Grenzen auch der Disziplinen erweitert und auch wieder verhandelt. Also das sind vielleicht einige Aspekte, die vor allem aber das Thema auch der Sprache vielleicht auch nochmal auch hervorheben. Und an der Stelle möchte ich wirklich gerne einfach die Diskussion öffnen. Also Sie können jederzeit Fragen und Bemerkungen auch oder Anmerkungen auch in den Chat schreiben oder einfach Hand heben.
Sonst würde ich vielleicht auch nochmal Marcello, Matthias oder Oya nochmal fragen, was ist die Relevanz und auch die transformative Relevanz von dieser Forschung, aber ist vielleicht auch eine Frage, die jetzt gerade kommt. Ich sehe gerade, es gibt zwei Fragen von Moser und noch von Ulrich Seeberg, nehme ich mal an. Also ich würde dann, vielleicht kannst du Lorenzo auch dann die erste Frage zulassen. Wir hören noch nichts, Herr Seeberg. Ja, jetzt? Hören Sie mich? Ja. Ja, Ulrich Seeberg. Ja, genau, ja. Ja, vielen Dank. Genau, hallo. Ich hätte zwei Rückfragen. Das eine Frage an die Philosophen eigentlich und das zweite dann an die Architekten. Das erste wäre die Frage, ist das Problem, was hier verhandelt wird, nicht eigentlich ein sehr altes Problem? Was man zum Beispiel daran sieht, dass es im Falle der Kunsttheorie oder Ästhetik schon immer ein Problem war, in welchem Verhältnis steht eigentlich die Theorie zu dem, worüber da theoretisiert werden soll? Wie ist eigentlich überhaupt möglich? Und man kann sogar so eigentlich einen Schritt weitergehen. Bei Aristoteles gibt es schon so Bemerkungen, die in eine ähnliche Richtung zielen. Das ist nämlich das Problem der Ethik. Warum eigentlich und zu welchem Zweck über das menschliche Handeln sozusagen so sinnieren und nachdenken? Eigentlich geht es doch darum, wirklich selbst zu handeln. Und da scheint also so ein Problem eben zwischen dem Leben selbst und der Reflexion, was man da macht, also von Alters her eigentlich eine Rolle zu spielen. Und es könnte nun sein, dass eben dieses, was da traditionell eigentlich immer schon praktiziert worden ist, im Umgang damit, erst in der neueren Zeit, nämlich in der Entwicklung der naturwissenschaftlichen Forschung und diesem naturwissenschaftlichen Paradigma, sozusagen in so eine komische Schieflage gekommen ist, die Marcello, glaube ich, völlig zu Recht mit seinen drei Fehlschlüssen jetzt hier charakterisiert hat. Und das würde mich einfach nur interessieren, also vielleicht vor allem an dich, Marcello, die Rückfrage, ob das nicht eigentlich sozusagen der große Kontext ist, in dem man das sehen müsste. Und wenn man das so sieht, ob die hier angesprochenen Fragen nicht eigentlich eine viel größere über die jetzt Architektur und architektonische Praxis weit hinausreichende Relevanz haben, nämlich im Grunde die Frage nach der Art und Weise, wie man Philosophie heute betreiben sollte oder müsste, nicht? Und die zweite Frage ist eine ganz einfache Rückfrage. Mir ist, wenn das alles so stimmt, mir ist irgendwie nicht deutlich geworden, was jetzt eigentlich entwurfsbasierte Forschung heißen soll. Also was ist eigentlich dieser Entwurfskonzept, der hier so thematisch ist? Das liegt jetzt auch daran, dass ich im Falle, in diesem speziell, was die Architektur betrifft, gar nicht weiter zu Hause bin. Aber ich habe mich nur gefragt, hat es jetzt irgendeinen spezifischen Sinn oder kommt das nur daher, dass es einfach, ja, nur Architekten entwerfen eben etwas, wie man so immer schon sagt. Ja, danke. Ulrich, natürlich brillante Frage oder Fragen. Beide sind übrigens exzellent und außergewöhnlich. Zu der ersten Frage, die du an die Philosophen gerichtet hast, Lydia ist ja auch Philosophin, also vielleicht antworten wir darauf. Du hast vollkommen recht, die viel weiter zugrunde liegende Frage, was ist eigentlich Theorie, wie steht Theorie zu Leben und was ist Reflexion darin, sind, wenn du so willst, natürlich die Grundfragen. Und die Schieflage, die du auch offensichtlich attestierst, die hat jetzt dazu geführt, glaube ich, dass in diesem merkwürdigen, wenn du so willst, Sonderraum, der entstanden ist dadurch, dass an den Universitäten, denn das ist übrigens auch ein Teil der institutionellen Geschichte dessen, warum es diesen Typus von Forschung gibt, die nennen wir sie im weitesten Sinne Designer, Künstler und so weiter, die also an den Akademien, das Ganze kam ja aus dem englischsprachigen Raum, die mussten irgendwann einmal, das begann vor 15 oder 18, vielleicht sogar vor 20 Jahren, standen die plötzlich unter dem Druck, das, was sie da machten, irgendwie als Forschung qualifizieren zu können. Wir sind hier an den Akademien und wir sind Teil einer universitären Einrichtung und wir vermitteln etwas und wir müssen auch an Forschungsprojekten teilnehmen. Oya hat ja wunderbar gesagt, die Projekte, die sie beantragt und wie kann sie Relevanz und möglicherweise auch
die Überzeugungskraft von solchen Projekten, wie kann sie die so artikulieren, dass dann die Geldgeber, wo auch immer in der Schweiz oder europaweit, das dann für förderungswürdig halten. Also mit anderen Worten, da entstand plötzlich ein Legitimationsdruck in einem ganz, wenn man so will, ganz beschränkten institutionellen Rahmen. Die einen machen Forschung, aber was macht ihr? In welcher Weise vermittelt ihr? In welcher Weise könnt ihr überhaupt, und das ist eine ganz besondere Frage geworden, inwieweit könnt ihr überhaupt Relevanz dann auch zeigen? Die englische Debatte, die übrigens über den Begriff Impact über die letzten 15 Jahre gelaufen ist, hat enorme Konsequenzen gehabt, weil nicht nur die künstlerischen, sondern alle Disziplinen plötzlich ihre Relevanz dokumentieren mussten. Es geht nicht nur einfach darum, Grundlagenforschung zu machen, und Lydia hat dann alludiert, die Dinge interessant zu finden, faszinierend zu finden. Da gibt es auch andere psychologische Terme. Ich finde den Ausdruck spannend entsetzlich, aber die Leute benutzen ihn ständig. Ja, alles ist spannend immer. Der Punkt war der, das mag ja alles gut sein und das klingt nach Grundlagenforschung, aber ihr müsst auch eure Relevanz zeigen und so weiter. Und dadurch entstand auch der Druck auf diese, wenn Sie so wollen, wenn man so will, auf die künstlerischen Disziplinen. Dass das Ganze, so könnte man zeitdiagnostisch sagen, Ulrich, jetzt sozusagen nach oben geschoben wird und institutionell sogar verhandelt wird, was eigentlich aristotelische Grundprobleme gewesen sind, das unterstreiche ich dreimal. Da hast du vollkommen recht. Ich überlasse es meinen Design- und Architektenkollegen, vielleicht dir weiter zu erläutern, warum das entwurfsbasiertes Forschen heißt. Aber Lydia als Philosophin hat vielleicht ihre eigene Antwort auch noch auf dich. Ja, also ich bin natürlich einverstanden, dass es einfach ein altes Problem ist. Und das betrifft natürlich auch die Kunsttheorie. Das ist auch ein Grund, warum wir heute auch auf diesem Kongress das Thema präsentieren. Und vielen Dank auch für die Frage und vor allem auch nochmal fürs Betonen, dass natürlich auch die Fragen, die wir gerade auch behandeln, mit dem Wissenschaftsbegriff zu tun haben und auch natürlich mit einer gewissen Entwicklung der Naturwissenschaften, die, wenn wir wollen, auch eine sehr starke Trennung oder für eine sehr starke Trennung zwischen Produkte, Modelle und Prozesse plädiert. Und wenn wir natürlich die Produkte von den Prozessen der Vorbringung von solchen zum Beispiel wissenschaftlichen Resultaten trennen, dann verlieren einfach die Prozesse an Bedeutung. Und die entwurfsbasierte Forschung und die entwurfsbasierte Praktiken arbeiten immanent mit Prozessen. Und deswegen ist es auch schwierig und komplex, diese Prozesse explizit zu machen, ohne sie dann statisch beschreiben zu wollen. Also genau um Effekte dann auch zu dokumentieren, die nicht einfach so eine Wirkung im statischen Sinne sind, sondern sich wirklich radikal mit der Frage auseinandersetzen, wie diese Transformation auch stattfindet im Prozess. Und ich denke, dass wenn wir dann die Prozesse in den Mittelpunkt stellen, was auch teilweise die Naturwissenschaften gerade auch machen, wo sie sich nochmal mit den Prozessen der eigenen Materialisierung beschäftigen, dann wird nicht nur dieser Gegensatz zwischen Wissenschaften oder Naturwissenschaften und entwurfsbasierte Forschung verschwimmen, sondern es wird genau die entwurfsbasierte Forschung auch selbst sein oder Disziplin selbst sein, die genau mit den Prozessen experimentieren und diese Distanz auch zu den Produkten und zu den Modellen auch nochmal ins Wanken bringt. Das heißt, dass die entwurfsbasierte Forschung an der Stelle genau für die alte Frage, die Philosophie seit immer auch natürlich auch letztendlich prägt, und zwar wie gehen wir mit der Frage der Beschreibung und der Reflexion um, genauso ein transformatives Potenzial hat, zu erklären, wie auch Prozesse als Prozesse der Materialisierung, der Erfahrung und auch der kulturellen auch Ausprägung unserer Erfahrung zusammenhängen. Und das hat auch ein Potenzial, ein transformatives Potenzial für die Naturwissenschaften, die auch mittlerweile immer mehr sich mit den Prozessen beschäftigen. Da brauche ich natürlich nicht Latour zu zitieren und auch die vielen Naturwissenschaftler,
Naturwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich immer mehr auch mit Entwurfsdisziplinen beschäftigen und auch oft mit Entwerfenden kooperieren, um zu verstehen, wie sie zu solchen Resultaten, die auch Prozesse der Selektion sind, kommen und wie sie dann auch die kreative und transformative Relevanz der eigenen Prozesse verstehen können. Aber ich würde auch gerne Matthias und Oya die Möglichkeit geben, die zweite Frage auch zu beantworten. Und zwar, was ist überhaupt entwurfsbasierte Forschung? Matthias, nimm das Wort, du hast die Fallbeispiele gebracht. Okay, danke, Oya. Danke auch für die Frage. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit darüber nachgedacht. Natürlich ist entwurfsbasiert etwas, was wir sehr viel verwenden. Allerdings ist es wirklich interessant, darüber zu denken, gerade auch aktuell bei mir, weil wir die Promotionsordnung überarbeiten und darüber auch sprechen an der HCU. Natürlich ist Entwerfen im Deutschen sozusagen eigentlich auf eben die Entwurfsdisziplin, vor allem die Architektur, verwendbar. Im Englischen wird der Unterschied nicht gemacht zwischen Design-based in den Designern, in designenden Disziplinen und den Entwerfenden. Aber ich mag den Entwurfsbegriff sehr gern, weil er zwischen den Disziplinen positioniert ist. Wir haben natürlich eigentlich ähnlich wie die Bauingenieure auch, die auch entwerfen, Tragwerke entwerfen, Konzepte entwerfen etc., diesen Aspekt also auch in die Ingenieurswissenschaften hinein. Gleichzeitig unterscheiden wir uns ja im Entwerfen von den künstlerischen, rein künstlerischen Praktiken, indem wir, wie Lydia auch angedeutet hat, Umberto Eco sagt es, sehr mit Methoden aus ganz verschiedenen Disziplinen arbeiten, aber auch im Ziel, zum Beispiel bei unserem Programm, sagen wir, wir akzeptieren Promotionen, deren Ziel es ist, Raum zu gestalten. Und damit meinen wir aber auch Lebenswelten zu gestalten. Das unterscheidet uns ja auch zum Beispiel von der Kunst ganz oft, ja. Und es unterscheidet uns aber auch wiederum von den Designern, dass wir in der Architektur eben durchaus auch mit künstlerischen und anderen sozusagen vielleicht auch philosophischen Konzepten arbeiten, die vielleicht im Design nicht unbedingt so häufig eine Rolle spielen. Das vielleicht sozusagen zur Positionierung des Begriffes, ist es tatsächlich im Deutschen einfach das architektonische Entwerfen so etabliert. Und der zweite Teil des Basierten bezieht sich natürlich darauf, dass wir, oder was darin sehr schön ist, was ich sehr schön finde, ist, dass der Entwurf sozusagen eigentlich in diesem Begriff entwurfsbasiert schon den Prozess der Wissensgenerierung beschreibt, aber nicht ausschließlich. Das heißt, aus dem Entwurf heraus entsteht das Wissen. Der Entwurf allein ist sozusagen noch nicht verantwortlich dafür, dass wir hier schon qualifiziertes Wissen vor uns haben. Ja? Also sozusagen, das ist eher so zum Prozess des Forschens gedacht. Ich weiß nicht, ob das die Frage einigermaßen beantworten kann. Marcello, bevor vielleicht du dazu etwas sagst, möchte ich es auch ergänzen. Es ist wirklich Entwurf und das Projekt, wie immer das Projekt ist zentral. Sowohl als Objekt, Artefakt, also was als Resultat sozusagen zu erwarten ist, aber auch den Prozess. Also Erkenntnisgewinnung ist über dieses Medium des Entwerfens passiert. Und dadurch ist das Projekt natürlich unabdingbar, oder? Egal in welcher Art und Weise das gemacht wird, ob es über die Modelle läuft, ob das über die zeichnerische oder ob 1:1 oder Prototypen, das ist sozusagen mindestens in bestimmten entwerberischen Research-Kontexten, das ist elementar. Dadurch unterscheidet es sich eigentlich von anderer Art von Forschung. Vielleicht bevor wir auf die zweite Fragestellung, es gibt ja noch eine zweite Frage von Aloisa Moser, noch eine, man könnte sagen, vielleicht holzschnittartige Erklärung dafür, die es aber vielleicht auch akzentuiert. Sie hat mit der Idee von Reflexion zu tun. Wenn man, nehmen wir einen künstlerischen
eine künstlerische Figur, nehmen wir einen Architekt, eine Architektin, eine Bildhauerin, wie auch immer. Und die hat also nun da ein Oeuvre vor sich, Body of Work. Und wir interessieren uns dafür so. Und jetzt, da ist irgendwie etwas Interessantes in dem, was du da machst und gemacht hast. So tritt ja manchmal diese, wenn man so will, diese Forschungssituation auf. Da wird man eingeladen. Du könntest doch dazu jetzt in gewisser Weise dich forschend verhalten. Was passiert in der Regel? Und das ist in der Regel deswegen so, weil die Bigotterien, die Vorurteile der Künstlerinnen selber oder der Architektinnen selber, der Entwerferinnen selber, die sind ja die Voreinstellung davon, was hieße es jetzt zu forschen? Ja? Die sind ja beladen mit irgendwelchen Vorstellungen davon, was das hieße. Man muss fast schon im Grunde genommen da eine Art von Dekonstruktion ihrer ganzen Vorurteile vornehmen, die sie haben. Warum? Weil sie natürlich wissen, was in der Biologieforschung ist, weil sie wissen, was in der Shakespeare-Debatte Forschung heißen könnte und so weiter. Und jetzt sollen sie selber forschen. Und das, was die meisten denken, ist, das, was ich jetzt machen muss, ist, ich muss jetzt sozusagen von meinem Werk zurücktreten und ich muss es mir jetzt anschauen. Ich muss in einen Reflexionsmodus treten, wo ich in eine Distanz dazu trete, wo ich sozusagen aus dem Entwerfen, aus dem künstlerischen Prozess mich heraushalte und mich darüber setze. Also so eine Art, ich versuche irgendeinen olympischen Zugriff dafür, darüber zu gewinnen. Eine Bird's Eye View. Das ist das Grundstereotyp aller, die mit dieser Eingangsfrage konfrontiert werden. Und ich will nur das eine akzentuieren, im radikalen Sinn wäre, und mich interessiert eben, wenn man so will, diese konsequente radikale Auslegung von diesem Forschungstypus. Im radikalen Sinn wäre die einzig wirklich für mich interessante Antwort dessen, der sagt, jetzt forsche mal in dein Oeuvre hinein, sagen wir mal, dass er Folgendes als Antwort gibt. Wunderbar, ich gehe in meine Werkstatt und produziere ein nächstes Artefakt. Das hieße im Medium des Entwerfens. Es ist vollkommen richtig, dass Matthias sagt, das Produzieren des Artefakts, des nächsten Artefakts, ist nicht äquivalent oder koexistent schon, das ist meine ganze Forschung. Aber dass er nicht jetzt einfach sagen, oh gut, jetzt bin ich im Forschungsmodus, jetzt ziehe ich mich für 2 oder 3 Jahre in eine Dissertationsklausur zurück und bin sozusagen kontemplativ mit meinem Oeuvre beschäftigt. Das wäre nicht Forschung im Medium des Entwerfens, sondern das wäre ja Forschung über das Entwerfen. Meinetwegen wäre das dann eine historische Rekonstruktion meiner kreativen Prozesse und so weiter. Und solche Varianten gibt es übrigens. Die Leute schauen sich das an, was sie in der Vergangenheit gemacht haben. Aber im radikalen Sinn ist Forschung im Medium des Entwerfens. Du bist in deinem Labor und das Labor, so wie der Biologe sein Labor hat, dein Labor ist dein Atelier oder was auch immer. Und darin musst du jetzt sozusagen Techniken entwickeln, wie während du weiter entwirfst, du in eine Art von Reflexionsstatus dich erhebst, wo du, während du das tust, zugleich beginnst zu sehen, was du da tust und wie du es tust. Dazu gibt es natürlich Literatur von Schön über The Reflective Practitioner bis zu Polanyi, Tessenow und so weiter. Da haben sich natürlich jetzt schon viele, viele Kollegen damit auseinander. Aber das ist aus meiner Sicht sozusagen der Grundimpuls dessen, was entwurfsbasiertes Forschen bedeutet. Oder wir sagen in der Anglo-Debatte, sagen wir nicht Design-Based, hat ja Matthias gesagt, sondern wir sagen zum Beispiel Practice-Based Research. Und das soll sagen, also wenn du forschen willst in diesem Modus, dann musst du weiter in deiner Praxis sein, denn sonst forschst du dich ja aus deiner Praxis heraus. Und dann bist du nach 3, 4 Jahren, weißt du vielleicht einiges, möglicherweise Theorie überformt, kannst du dann irgendwelche Diskurse in deine abermalige Praxis hineinschieben, aber deine Praxis ist vor 3 Jahren zum Erliegen gekommen. Das wäre sozusagen der Skandal dieser Art von Forschung.
Danke, ich würde gerne jetzt Aloysia Moser und Alexander Ager auch die Möglichkeit geben, einfach die Fragen zu stellen oder unsere Diskussion weiterzuentwickeln. Dankeschön, es ist seltsam, ich kann mich nicht sehen, kann man mich hören? Ja, gut. Wunderbar. Wunderbar. Erstmal ein ganz großes Lob. Also von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, finde ich, ist dieses Panel wirklich exquisit zusammengestellt. Denn wir haben die Beispiele aus der Architektur oder die Praxis der Architektur. Wir haben jemanden, der wirklich aus der künstlerischen Forschung berichtet, und wir haben die philosophische Reflexion dazu, die genau dieses Problem aufzeigt, das Matthias am Ende seines Vortrags sehr schön formuliert hat, nämlich wie machen wir das, dass wir im Zeigen auf Projekte Wissen zugänglich machen, also in einer dinglich, nicht diskursiven Sprache, und das hat ja auch Marcello gerade nochmal wiederholt. Es ist schon ziemlich lange her, dass ich meine Frage in meinem Kopf formuliert habe, aber ich werde darauf zurückkommen. Ich bin prädestiniert für dieses Panel, weil ich über das Raten arbeite. Und was ich unter dem Raten verstehe, ist nicht ein Fehlschluss des Denkens, sondern ein wesentliches Element des Denkens. Und ich glaube, Marcello, du hast auch diese Fehlschlüsse oder das Fehldenken deswegen aufgezeigt, weil diese Leute wirklich glauben, dass es quasi eine Bedeutung gibt, die man mit der Welt abgleichen kann als wahr oder falsch. Und dann ist es natürlich ein Fehlschluss oder ein Fehldenken. Wenn es aber ein entwurfshaftes Denken ist, so wie wir das auch erhoffen, nämlich nicht nur in der Architektur, sondern überall, ne? Also deswegen fand ich auch die erste Frage vorhin sehr gut, ist das nicht das Problem der Philosophie, dann haben wir natürlich das Problem, wie wir den Entwurf verstehen oder wie wir... Also ich denke immer an das Modell bei Wittgenstein, ne? Also wie wir irgendwie verstehen, dass wir etwas probeweise zusammenstellen und dann eben nicht mit der Welt, wie sie wirklich ist, abgleichen, sondern versuchen zu sehen, wie in diesem probeweise Zusammenstellen sich etwas zeigt. Und jetzt bin ich natürlich mitten in der ästhetischen Sprache drin, aber und jetzt komme ich auch zu Lydia, weil ich glaube, dass wir da ein gemeinsames Interesse haben. Ich habe das Gefühl, dass ihre Arbeit über die Versinnlichung des Schematismus eigentlich sowas ganz Ähnliches versucht, nämlich nicht ein Schema, das statisch ist, sondern eine Schematisierung zu beschreiben, die nicht intellektuell ist, sondern eine Schematierung zu beschreiben, die man könnte sagen ästhetisch oder eine verflechtungshafte, also ich nenne es übrigens Ausbildungskraft im Gegensatz zur Einbildungskraft, also die etwas ausbildet, ne? Also weil wir wollen ja Dinge. So, jetzt habe ich lang gesprochen. Es ist mehr Lob als Frage, aber meine Frage wäre trotzdem da und ich befürchte, Sie müssen sie beantworten. Das ist nämlich Heidegger. Ne? Also Heidegger hat den Entwurfsbegriff in Denken, Bauen, Wohnen natürlich auf eine Art und Weise eingebracht, wo er versucht hat, uns existenziell quasi ins Sein zu werfen. Und ich wollte nur wissen, ob es einen Bezug zu diesem Entwurfsbegriff gibt. Ich bin aber auch einfach glücklich über die Formulierung der Probleme, wie sie passiert ist. Und auch vor allen Dingen für die künstlerische Forschung, die ja immer als etwas angesehen wird, was irgendwie blödsinnig ist und nicht funktioniert. Und ich glaube, das, was Marcello am Schluss gesagt hat, das wäre künstlerische Forschung. Ja, herzlichen Dank für diese Rückmeldung und auch für die Frage. Es ist vielleicht auch nicht zufällig, dass Heidegger ein Philosoph gewesen ist, der in der Tat die Versinnlichung hervorgehoben hat bei Kant. Also der in dieser Hinsicht auch das Wissen auch als sein Entwerfen von Modalitäten teilweise beschrieben hat, die auch in der Lage sind, so eine Semantik, die keine Semantik ist in Form des Gehaltes, sondern auch der sinnliche Modalitäten, die auch Bedeutung generierend. Also das wäre eine sehr interessante Frage, die wir auch gemeinsam gerne auch weiter diskutieren können. Also inwieweit auch das Entwerfen in Verbindung mit der Versinnlichung natürlich in Vertrag gebracht werden kann. Ich denke, es ist deswegen auch für mich sehr wichtig, das Konstitutionspotenzial von medialen Praktiken hervorzuheben, weil es die Modalitäten auch des Denkens sind, die auch eine Wissensgenerierung ermöglichen.
ermöglichen, ohne deswegen zu sagen, was Gehalt von diesem Wissen ist. Deswegen ist für mich die entwurfsbasierte Forschung auch so wichtig, weil sie eine Semantik entwickelt, die über auch sinnliche Modalität sich realisiert und nicht einfach nur über diese Idee, dass das Wissen generierende immer mit dem Gehalt zu tun hat, also mit einem Gehalt, was wir abstrahieren können und reproduzieren können. Das wäre auch auf jeden Fall ein sehr reduktionistischen Ansatz von der Bedeutungsgestaltung oder Konstitution, wie sie auch Kant und dann auch andere Philosophen in Bezug auf den Schematismus konzipiert haben. Also vielen Dank für diese für die Erinnerung auch an Versinnlichung. Danke. Darf ich zwei Überlegungen anfügen noch? Ja, ist das in Ordnung? Bitte, bitte. Aloysia Moser, fantastische Reflexionen. Und ich sage jetzt bewusst Reflexionen, obwohl ich vorher den Reflexionsbegriff sozusagen diskreditieren wollte, in bestimmter Hinsicht jedenfalls. Ich habe, vielleicht noch zwei oder drei Kontextbemerkungen zu geben, die das weiter einschätzen, wo die Diskussion liegt. Ich sage Ihnen vielleicht, wie ich diese Forschenden, nennen wir sie Doktorandinnen, die da in den künstlerischen Disziplinen, was sind die im weitesten Sinne für mich, wenn wir überhaupt so im Allgemeinen über sie reden wollen? Eigentlich will ich über sie jeweils nur in ihrer konkreten Gestalt reden, aber ich verallgemeinere jetzt aus einem bestimmten Grund. Ich sehe das eigentlich im weiteren Zusammenhang der großen Diskussion um emergente Komplexität oder emergent complexities. Wir müssen ganz neu über dieses ganze Feld auch denken. Und was sind dann diese Forschenden, diese Doktorandinnen? In meinen Augen sind sie sowas wie Agentinnen, die in diesem Feld, in diesem, Sie könnten sagen, um ein Bild zu gebrauchen, in diesem Meer dieser emergierenden Komplexität sind die eingetaucht. Und sie sind da in ihrem Labor und sehen, und da ist die Materialität, die sich bei ihnen Gehör verschafft. Sie reagieren, sie interagieren, sie entwickeln. Sie sind da mit unglaublichen Intelligenzen, plural, da braucht man gar nicht Howard Gardner dazu, und Sensibilitäten ausgestattet, und da entwickeln sich erstaunliche Dinge. Und das ist im Grunde genommen auch nur ein Manifestationsraum dieser Emergenz. Und da sind sie Agenten, und sie tauchen da ein, und gelegentlich bitten wir sie sozusagen aufzutauchen und uns kurze Berichte zu geben, wie ist das da eigentlich da unten, wenn ihr eingetaucht seid in diesem Medium, in diesem Fluidum, das ihr da habt. Und dann tauchen sie auf, schöpfen Luft und sagen, es ist ziemlich schwierig. Aber es entstehen interessante Dinge, und so natürlich viel artikulierter, und sie zeigen uns und wir versuchen, ihnen Mittel an die Hand zu geben, sodass sie deiktisch, ostensiv, interessant in etwas hineinzeigen können, wo wir dann sagen, ja, jetzt sehen wir es und wir haben es zum ersten Mal gesehen und vorher haben wir es nicht gesehen und so weiter und so weiter. Aber dieses Modell, also Agenten in einem Feld emergierender Komplexitäten, das sind sie, und sie berichten uns sozusagen aus diesem Feld in ganz anderer Weise, als es ganz stereotype und protokollarisch ganz festgelegte Forschungsparadigmen machen, die natürlich auch alle ihren bestimmten Wert haben. Ist doch vollkommen klar, dass ich nichts gegen eine Reproduzierbarkeit eines bestimmten onkologischen Experiments in der Krebsforschung habe. Kann ja nicht sein, dass da irgendwelche Forscher sich als Magier gerieren und sagen, wir haben da etwas gefunden, aber wir sagen nicht, wie wir es gefunden haben. Und deswegen legen wir unsere Methoden nicht bloß. Niemand wird das, wird meine These so missverstehen. Aber wir können uns auch daran erinnern, nächster Punkt, dass Paul Feierabend, und das ist natürlich schon viele Dekaden her, schon ein Buch geschrieben hatte, wieder den Methodenzwang, Against Method.
Und da ist ganz früh schon ein Motiv aufgetaucht, dass die Wissenschaft eigentlich, wenn sie wirklich produktiv ist, nicht nomisch ist, sondern, so wie Paul Feyerabend das selber mal, sozusagen ein anarchisches Element haben müsste. Und um nicht auf Heidegger einzugehen, aber weil Sie Wittgenstein erwähnt haben, noch einen dritten Bezug, der eine große Zeit in mir virulent gewesen ist und weiter schwingt. Ich sehe diese ganze Diskussion auch im Zusammenhang mit dem späten Wittgenstein und seinen tiefen Einsichten über Gewissheit, seinen Reflexionen über den Seelenbegriffen offensichtlich, nicht? Was bedeutet der beseelte Mensch, was ist das eigentlich, die Beseeltheit des Menschen, aber vor allen Dingen, woher kommt menschliche sozusagen Gewissheit? Da ist eine große philosophische Debatte über Skeptizismus und, wenn Sie so wollen, Zertismus im Spiel. Und Wittgenstein hat erstaunliche Ideen dazu. Wie kommt es eigentlich dazu, dass ein Rembrandt-Forscher zu einem Urteil kommt? Das ist ein Rembrandt. Ich weiß es. Und wenn man ihm sagt, ja, und woher weißt du das? Dann wird er natürlich keine metrischen Angaben geben. Ja, das liegt daran und daran, sondern ich habe mir 50 Jahre lang Rembrandts angeschaut und ich kann sagen, das ist ein Rembrandt. Merkwürdiges Wissen, das da jemand hat. Oder in anderen Zusammenhängen, Sie wissen das, wenn Sie Wittgenstein ein bisschen weiter betrachtet haben, die Frage, die er dann hat, aber woher weiß ich, dass ein bestimmter Mensch in einem bestimmten Gemütszustand ist? Antwort von Wittgenstein wird sein, wenn Sie diesen Menschen nicht kennen, werden Sie es wahrscheinlich nicht mit Sicherheit sagen können. Aber wenn Sie diesen Menschen sehr gut kennen und ein halbes Leben begleitet haben, werden Sie das sagen können und sagen, ich weiß genau, in welchem Zustand. Er wird jetzt gleich in Tränen ausbrechen. Und diese merkwürdigen, wenn Sie wollen, auch Gewissheitszustände sind doch etwas, was uns zutiefst interessieren müsste. Danke, Marcello. Ich würde gerne das Wort der Alexa Dager geben. Jetzt vielleicht hören Sie mich? Ja, ja. Sehr gut, Alex. Super. Ich schließe mich herzlich zu dem großen Lob auch zu dem Panel. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich wollte vielleicht mehr so eine Frage, einen Vorschlag zur Diskussion stellen und wäre auch in eine fünfte Feldschluss-Vorschlag. Und der Feldschluss bezieht sich auf die Funktion der Artefakten als epistemic things im Sinne von Rheinberger. Ich denke, da liegt auch ein sehr wichtige Element, um dieses Thema zu erschließen. Wenn man über Verkörperung von Wissen oder Wissen abziehen redet, ist dann, also ich denke, so schwebt ein bisschen die Idee, dass diese Artefakten Container von Wissen sind. Ne? Und ich frage mich, ob das genau der Feldschluss ist. Ne? Ich wurde dann dagegen argumentieren, dass ein architektonisches Artefakt genauso wie ein wissenschaftlicher Text, genauso wie ein wissenschaftlicher Text kein Container von Wissen ist, sondern ein Ermöglicher von Wissen ist. Ne? Wenn wir auch diesen prozessuale Ansatz haben, dann haben wir auch einige Probleme zu sagen, vielleicht nicht auf den Weg geräumt, aber vielleicht die Lösungen viel einfacher gemacht, indem dann auch nicht über Übertragbarkeit oder Vermittelbarkeit, sondern vielleicht über Partizipation reden können. Ne? Also ich träume, sage ich mal so, zum Teil habe ich sie auch so selber gebaut, aber ich träume von Kontexten, in dem sozusagen Wissenschaft oder Entschuldigung, Forscher aus verschiedenen Praktiken ne, sich treffen und sich sozusagen zu der jeweiligen Artefakten exponieren, um zusammenzudenken. Ne? So mein Vorschlag wäre, es wäre wichtig, wirklich diese Artefakten nicht als Container, sondern als Ermöglicher, als Agenten, wie Sie jetzt auch erwähnt haben, auch zu denken. Wir denken nicht Sie, also Sie, wir ziehen kein Wissen ab, sondern wir denken dadurch. Und jetzt, dass ich dieses Durch auch einführen, als auch eine kleine vielleicht Kritik zur Terminologie. Ne? Ich denke, das ist das entwurfsbasierte oder design-based oder eben practice-based, ne? So Ausdrücke sind gut, aber problematisch, weil man könnte sie so verstehen, als ob das nur die Basis ist und danach kommt die Forschung.
Ne? Und das ist etwas, das natürlich also in diesem Panel ganz klar nicht der Fall ist. Also, ne? Aber in diesem Begriff, also deswegen der Begriff, also die, als dieser alternative Begriff, also das Entwerfen durch oder das Denken, dass das Forschen durch Entwurfspraktiken, ne? Also dass die Forschung wirklich durch, so anhand von Entwurfspraktiken geschieht und keine Addition braucht, ne? Das wäre vielleicht so ein zweiter Beitrag. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Alex, für diese Beobachtung. Ich glaube, es wird auch eine sehr große Herausforderung, genau die sein, diese Immanenz der Artefakte mit der chorale Dimension in Verbindung zu bringen, die du gerade ansprichst und auch in deiner Arbeit schon entfaltet hast. Also wie können wir einerseits die Artefakte in ihrer Immanenz wirklich respektieren und weiter auch pflegen und andererseits aber auch eine chorale Dimension vielleicht zu initiieren, also die du auch beschreibst, wo zum Beispiel andere Forscherinnen sich mit den Artefakten auch beschäftigen, auf andere nehmen, ohne diese genau Ermöglichungsraum zu einfach auf eine Beschreibung zu reduzieren. Und das wird, und ich glaube auch für uns oder für viele von uns ist auf jeden Fall eine offene Frage, wie bringen wir diese Dimensionen auch zusammen und gleichzeitig, aber es geht nicht dabei um genau die Reduktion auch der Fülle des Artefakts auf diese, zum Beispiel auf die sprachliche Beschreibung oder auf anderen Praktiken, die nicht mehr disziplinär sind. Ich würde euch auch gerne nochmal das Wort geben, wenn ihr möchtet. Matthias hat sich auch nochmal gemeldet in der Chat. Wenn du möchtest, kannst du gerne auch sehr gerne. Du hast vorher kurz gefragt, sozusagen nochmal, ob wir noch was sagen können zur Relevanz dieser Art der Forschung. Und ich bin jetzt schwirrt ganz viel, weil ich diese auch die Kommentare von Aloysia und Alex nochmal sehr bereichernd fand. Und eigentlich dieses Thema, was jetzt auch mitschwingt, nämlich dass die Artefakte eigentlich viel dimensionaler sind als das, was wir darüber sagen können. Ja. Und wie Alex sagt, sind eher sozusagen dann Ermöglicher, ja, und prozessual und werden sozusagen möglicherweise auch immer wieder neu verhandelt, je nachdem, wer darüber denkt, da rein denkt, darüber spricht, nachdenkt oder daran weiterarbeitet. Und dazu gibt es einige tolle, finde ich, sozusagen tolle Aspekte, die mich sehr interessieren. Eins stammt auch von dir, Marcello, ganz früh, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, wo du gesagt hast, die EntwerferInnen, die dürfen Referenzen falsch verstehen. Ja, und auch das ist so eine Art von Ermöglicher. Gerade habe ich auch, es gibt dieses Buch von Niklas Mark über Le Corbusier, wo er eigentlich beschreibt, dass Le Corbusier Virilia auch komplett falsch versteht und eigentlich so lange eine Freundschaft existiert zwischen den beiden, obwohl er ihn falsch versteht. Und aber aus diesem Falschverstehen seine Architektur bereichert. Und es gar nicht darum unbedingt darauf ankommt, dass es eine präzise Zuschreibung gibt, sondern es kann eben auch eine falsche Zuschreibung von Bedeutung geben, solange sie generativ wird, ja? Und solange sie sozusagen einen nächsten Schritt macht, also wiederum Ideen aus dem Abstrakten ins Konkrete transferiert, um darin dann wieder verhandelt zu werden. Ja? Also, und ich kann mir, also wir haben gerade den Call, der in aller Munde zumindest in Europa ist, bei den ArchitektInnen des New European Bauhauses, ja, in der ein zentraler Aspekt ist, der da gefordert ist, sind tangible experiences. Ja. Also dass sozusagen eigentlich hier eine Art von transformativer Erwartung an das Bauen gestellt wird durch sozusagen das berührbare Entwerfen, die berührbare Erfahrung, die natürlich nie definiert werden kann, die nie komplett kontrolliert werden kann, die immer irgendwie auf eine gewisse Art und Weise diffus bleibt und nur sozusagen, wie du vorher gesagt hast, Marcello, man taucht mal kurz auf oder man könnte auch sagen, man wählt sich einmal einen Aspekt raus, der darin formuliert ist und dann entsteht wiederum meiner Meinung nach die Transferierbarkeit, die natürlich nie eine absolute ist, sondern immer nur eine relative, die aber wiederum verhandelt werden kann. Und wenn wir jetzt gerade in einer Wissenschaftskultur hineinwachsen, in der wir das Silo-Denken aufgeben müssen, weil es uns nichts mehr bringt,
in dem die Reduktion von komplexen Phänomenen auf einzelne Aspekte nicht mehr effizient sind, ja, weil es die Komplexität nicht mehr abbilden kann und auch nicht vorhersehbar macht, dann sind doch diese Praktiken, die im Entwerfen selbst, ja, aber auch die sozusagen im Diskurs über und mit dem Artefakt entstehen, eigentlich die vielversprechenderen im Sinne einer Weiterentwicklung von der notwendigen Veränderungen, an denen wir gerade arbeiten. So viel zur Relevanz, weil ich denke immer, der Meisterschaftsbegriff, der ist unbestritten, Marcello. Natürlich müssen wir in der Disziplin von unseren Meistern lernen, aber der ist immer sozusagen auch gleichzeitig Disziplin intern. Der dient natürlich der Disziplin und muss es auch dienen, aber die Relevanz muss ich natürlich über die disziplinären Grenzen hinaus beweisen. Ja, vielen Dank. Also es geht auch um eine gewisse, so vielleicht ist es ein bisschen schwierig auszudrucken, also eine gewisse produktive Relativität. Also eine Relativität, die auch in Kauf nimmt, relativ zu sein, aber nicht deswegen aufhört, produktiv sein zu wollen und sich einfach immer mit der Frage sich beschäftigt, wie kann diese Produktion und die produktive Effekte oder Auswirkungen und Relevanz dieser Praktiken auch dann ausdrücken. Also es geht auch um verschiedene Formen der Manifestationen. Und vielleicht an der Stelle, das ist auch ein Thema, was in der entwurfsbasierten Forschung auch interessant ist, auch im Institutionellen, und zwar, wie kann man unterschiedliche Formate finden, um diese Aspekte auch an Sichtbarkeit zu bringen. Es gibt die Labore, es gibt die verschiedenen Präsentationen, es gibt aber auch die Ausstellungen, zum Beispiel am Ende eine Promotion, die auch eine sehr wichtige Rolle spielen. Also die entwurfsbasierte Forschung ist an der Stelle auch sehr kreativ in Bezug auf die verschiedenen Dimensionen auch der Exposition von Wissen und versucht auch die Formate genau, um diese vielen Aspekte, die wir heute angesprochen haben, an Sichtbarkeit zu bringen, ohne sie dann auch immer auf ein Format nur zu reduzieren, zum Beispiel auf den Text oder auf andere zum Beispiel Praktiken. Und das ist auch etwas, was wir vielleicht auch in der Zeit oder in Zukunft, zum Beispiel an der Universität, immer mehr lernen können. Einfach lernen, das Wissen auch von unterschiedlichen Formaten auch zu betrachten, die wirklich auch produktiv sind. Also sie sind nicht nur Bereich oder Dimensionen der Exposition des Wissens, was abstrahiert wird, sondern wirklich auch Momente, ich würde sagen, der Versinnlichung oder der Verkörperung, in denen sich auch das Wissen zeigt, und zwar zum ersten Mal, in eine auch kollektive Dimension. Ich sehe gerade keine weiteren Fragen, aber Sie sind natürlich herzlich eingeladen, also vielleicht noch eine letzte Frage zu stellen. Und sonst würde ich gerne auch nochmal das Wort euer Marcello und natürlich auch Matthias. Und das ist, glaube ich, ein abschließendes Wort. Also in dem Fall greife ich das Wort zu. Ich bin dankbar für die Kommentar von Alex Ortega, in dem er die eben Container des Wissens, Artefakte, ob das ein Fehlschluss ist und dass wir eigentlich die Artefakte als Agenten der Ermöglichende und dass wir da durchdenken, als so per se wahrnehmen sollen. Ich denke, es ist nicht entweder oder. Ich bin sehr froh, wenn überhaupt die Artefakte sich auch als Container, aber nicht Container, in der Verkörperlichung des Wissens auch manifestieren könnten. Gerade das erlaubt ja auch weitere Diskussionen. Es ist nicht wie ein Text, das darf man nicht vielleicht so wahrnehmen. Aber dieses Research by Design, das ist, was Sie angesprochen haben, oder? Ich denke, das ist absolut notwendig. Entwerferische ist so ein komplexes Prozess, oder? Wir wissen es, in der klassischen Wissenschaften, man versucht eigentlich die Komplexität zu reduzieren, um ihn entwerfen. Es wächst nur, oder? Egal, was am Schluss rauskommt, diese Komplexität ist extrem dicht. Und für mich, das ist auch die Unterscheidung. Deshalb in einer Art und Weise, ich hoffe, dass das Wissen schon auch im
Artefakt oder auch im Projekt irgendwie vorhanden ist und auch manifestierbar ist auch, oder? So gesehen, ich habe mit Ihnen auch viel gelernt. Vielen Dank an Lydia, Marcello, Matthias und auch die Kolleginnen und Kollegen, die da auch die Fragen gestellt haben. Das ist von meiner Seite. Vielen Dank, Oya. Marcel oder Matthias? Dann gebe ich erst, und da, weil ihr die Initiatoren wart und ich als Gast in diesem Forum bin. Alex, ich stimme der Sprachkritik Practice-Based Research und in dem Fall auch Entwurfsbasiertes eigentlich wirklich zu. Das hat übrigens dazu geführt, dass ich in meiner eigenen Sprachregelung, wenn man so will, das Based gerne weglasse und nur noch von Practice Research spreche, was natürlich wiederum andere Probleme hervorruft, weil dann klingt es wieder so, als sei das Forschung über Praxis, also Praxisforschung. Aha, da erforscht jemand, was Praxis ist. Und das kann er ja auch natürlich auch ganz konventionelle und, wenn man so will, traditionelle Weise tun. Aber wenn man so will, der Genitivus, Subjektivus, Objektivus, der in Praxisforschung da drin wäre, den finde ich ganz besonders interessant, wenn man eigentlich sagt, es ist gar nicht basiert, weil das Basieren eben insinuiert, da müssten dann noch sozusagen zusätzliche Operationen kommen. Insofern ist die Sprachkritik, glaube ich, ganz wichtig und zugriffssicher von Ihnen angebracht. Und zu dem Container-Gedanken, da bin ich eigentlich sogar auch da wieder in einer radikalen Stance, gar nicht eine Position, sondern ich habe eine radikale Haltung inzwischen dazu eingenommen. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass die Idee dieses, was Alex Sie Wissensabziehen nennen, dass das wirklich ein Fehlgedanke ist, dass sie so funktionieren, so, oder wenn man so will, überhaupt funktionieren. So gehen wir mit diesen Gegenständen nicht um, mit diesen Artefakten, mit diesen schöpferischen Objekten gehen wir gar nicht um. Was ich, vielleicht ist das eine provokante These ganz am Schluss, was ich beobachte, was am, wenn man so will, generierendsten ist. Ja, Matthias hat gesprochen von der Wissensgenerierung auch durch das Missverständnis. Man versteht Heidegger vollkommen miss, aber man kann damit etwa einen neuen Zug in der Praxis machen, im Labor machen, und dann kann dieses kolossale Missverständnis eine hohe Produktivität und ganz interessante neue Wege eröffnen. Natürlich müssen wir so denken, ist ja ganz klar, alles andere hat ja gar keinen Sinn. Aber was ich auch als zutiefst und möglicherweise als am fundamentalsten generierend beobachtet habe über die vielleicht jetzt 25, 30 Dissertationen in diesem Feld, die ich betreut habe, ist etwas ganz anderes. Was Wissen generiert, ist nicht Wissen oder was einen neuen Zug in anderen generiert. Und das hat etwas mit der Relevanz zu tun, und damit schließe ich dann ab. Ist nicht, ich sehe, was du machst, und also da sieht ein Künstler den anderen oder eine andere Architektin, ich sehe, was du machst, und ich kann da bestimmte Modelle herausziehen und transferieren und dieser ganze Transferismus, über den wir vor einer Stunde diskutiert haben, sondern sie beobachten etwas anderes. Sie sehen, da ist jemand, der durch dieses Forschen, durch dieses Fragestellen, durch dieses Beobachten, sich selbst beobachten in der Aktion, dem, was er macht, auf besondere Weise nahe kommt, näher kommt, als er vorher war. Das ist es, was der eine an dem anderen beobachtet. Und was sie sozusagen dann sehen, ist die Meisterschaft darin, dem, was wir machen, näher zu kommen. Und was, wenn man überhaupt von Transfer reden wollte, ist ein Energietransfer der Art, ich möchte auch gerne so nah an dem dran sein, was ich mache, wie der an dem nah dran ist, was er macht. Dieser Zug ist ein für mich
einer der großartigsten und tiefgründigsten Züge, den einer, der jemand, der sich auf diesen Weg gemacht hat, einem anderen sozusagen vermitteln kann. Diese Sehnsucht, ich möchte nicht so weit von dem entfernt sein, was ich mache, sondern vielleicht kann ich näher herankommen. Und der andere, dem anderen ist es gelungen. Und ich werde auf meine Weise meinen Weg so suchen, wie er auf seine Weise seinen Weg gefunden hat. Danke, wir sind auch am Ende unserer Zeit. Ich würde ganz kurz nur Matthias auch nochmal das Wort geben und dann wirklich abschließen. Ja, danke. Ich werde auch nichts mehr Neues dazu fügen, sondern auch einfach nur danken. Oya, Marcelo und unseren TeilnehmerInnen, darunter auch Tim und Martha, dafür, dass sie mir ihre Projekte zur Verdeutlichung zur Verfügung gestellt haben. Ist ja auch immer ein Risiko dabei. Und insgesamt bin ich sehr dankbar für die Ergebnisse und die Themen, die hier heute aufgetaucht sind. Für mich einfach auch eine sehr große Bereicherung. Danke auch für Lydia für den Ursprungsimpuls dazu. Ja, vielen Dank auch wirklich euch, heute dabei zu sein, auch natürlich für die Diskussion ein bisschen im Voraus, für diesen Austausch und danke natürlich den auch Teilnehmerinnen heute dabei gewesen zu sein. Ich möchte nur an der Stelle abschließend betonen, dass einfach diese Diskussion, die wir heute geführt haben, auch eine offene Diskussion ist. Viele Fragen sind auch für uns offen und wir sind einfach sehr offen auch für weitere Fragen und Anmerkungen, natürlich in diesem Fall per E-Mail. Es freut uns natürlich, wenn wir die Möglichkeit haben werden, diese Diskussion auch weiterführen zu können, sowohl theoretisch, methodisch, institutionell und in den vielen weiteren Dimensionen, die wir dann entdecken werden gemeinsam. Also vielen Dank auch für die technische Unterstützung, Lorenzo. Und ich wünsche Ihnen auch ein erfolgreiches und schönes Kongress.